Herzlich willkommen zu den ersten digitalen Gesundheitstagen, dem neuen informativen Gesundheitsformat der Medius Kliniken und der Nürtinger Zeitung, Wendlinger Zeitung. Das Thema unseres ersten Abends heute lautet moderne Behandlungsmöglichkeiten bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, medikamentös und chirurgisch. Ich bin Lia Hiller von der Nürtinger Zeitung und hier in unserem Livestream-Studio am Obertor in Nürtingen begrüße ich Professor Dr. Tanja Kübacher, Chefärztin der Klinik für Innere Medizin, Diabetologie, Gastroenterologie, Tumormedizin und Palliativmedizin an der Medius Klinik in Nürtingen. Und ich begrüße Dr. Klaus Kraft, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie an den Medius Kliniken in Nürtingen, Kirchheim und Ostfildern-Ruith. Im Anschluss an die Vorträge werden unsere beiden Experten Ihre Fragen beantworten. Leserinnen und Leser der Nürtinger Zeitung haben uns ja bereits im Vorfeld Fragen zukommen lassen. Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Patienten und Angehörige, haben auch jetzt noch während des Livestreams die Möglichkeit, uns Fragen zu schicken. Bitte mailen Sie diese an gesundheitstage@ntz.de. Wir werden versuchen, möglichst viele Ihrer Fragen in die anschließende Fragerunde mit hineinzunehmen. Und selbstverständlich werden wir die Fragen anonym stellen und vertraulich behandeln. Chronisch entzündliche Darmerkrankungen gelten als moderne Zivilisationserkrankungen. Frau Professor Dr. Kübacher, was versteht man eigentlich unter diesem Oberbegriff chronisch entzündliche Darmerkrankungen? Also erstmal, wie der Name schon sagt, sind chronisch entzündliche Darmerkrankungen Erkrankungen, die eben chronisch sind, das heißt derzeit noch nicht heilbar. Aber wir haben sehr gute Medikamente und das möchte ich dann auch gleich vorstellen und auch in Zukunft sehr gute Aussichten, eine Ruhephase zu erreichen. Und die Ruhephasen, das sind die Phasen, wo man eigentlich das Gefühl hat, man hat eigentlich gar nichts mehr. Und die wollen wir natürlich dauerhaft auch erreichen. Und man versteht unter diesem Oberbegriff generell Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Das sind Erkrankungen, die halt einerseits den gesamten Dickdarm betreffen können, bei der Colitis ulcerosa oder beim Morbus Crohn tatsächlich von der Mundschleimhaut bis zum After im Grunde den gesamten Gastrointestinaltrakt, also Magen-Darm-Trakt, tatsächlich auch befallen können. Herr Dr. Kraft, Sie leiten die Abteilung der Chirurgie an drei Häusern. Wie können wir uns das vorstellen? Ja, ich fahre viel im Auto. Im Prinzip muss man natürlich dazu sagen, dass eigentlich nur an zwei Häusern, nämlich in Nürtingen und in Ostfildern-Ruith, die gesamte große Chirurgie stattfindet. Und insofern bin ich im Prinzip jeden Tag mindestens einmal in Ruith und einmal in Nürtingen. In Kirchheim haben wir mehr oder weniger nur ambulante kleine Operationen und Sprechstunden. Unsere beiden Referenten werden jetzt erklären, wie chronisch entzündliche Darmerkrankungen aktuell und in Zukunft behandelt werden können und Komplikationen vermieden werden können. Darf ich zunächst Sie, Frau Professor Dr. Kübacher, an unser Vortragspult bitten? Ja, sehr gerne. Jetzt darf ich auch die Maske abnehmen, weil wir genügend Abstand haben. Und das ist wunderbar. Wir sind auch alle getestet. Ist auch ganz wichtig in den heutigen Zeiten. Leider muss man sagen, Corona hält uns immer noch fest im Griff, was nicht so schön ist. Wir wünschen uns alle andere Zeiten herbei. Aber bis dahin tun wir das Beste und schützen uns und auch alle anderen halt mit dem Mund-Nasen-Schutz. So, dann legen wir mal los, chronisch entzündliche Darmerkrankung. Und um sich einmal vorzustellen, was versteht man denn eigentlich unter chronisch entzündlichen Darmerkrankungen? Dann müssen Sie sich mal vorstellen, ich sage immer, das ist wie ein Vulkan, der im Innersten tobt. Also häufig sieht man das den Betroffenen gar nicht an, dass sie erkrankt sind. Häufig sehr schlanke, junge Leute, es können auch ältere Menschen sein. Das ist eben das Tückische, dass die Erkrankung in jedem Lebensalter auftreten kann. Von Kleinkindern schon bis hin zum älteren Seniorenalter kann jeder betroffen sein. Und das ist etwas, was wir sehen. Wir sehen eine Zunahme auch der Erkrankung in den heutigen Zeiten. Das liegt vielleicht auch daran, dass wir eine bessere Diagnostik haben, aber auch daran, dass natürlich unsere Lebensgewohnheiten sich verändert haben. Wir essen anders, wir arbeiten anders, wir leben anders und das hat auch Auswirkungen auf unseren ganzen Körper und auch auf das Mikrobiom. Da komme ich später noch dazu. Erstmal, wie sieht das aus? Und wenn man dieses Bild sieht, dann sehen Sie,
diesen explosionsartigen Ausbruch des Vulkans. Und das ist, was Betroffene beklagen. Teilweise krampfartige Bauchschmerzen, Durchfall, dann Müdigkeit, Mattheit, abgeschlagen. Vielleicht sogar ein bisschen so eine kleine depressive Verstimmung, weil man nicht mehr so kann, wie man eigentlich will und doch ganz motiviert ist und eigentlich voll am Leben teilhaben möchte. Man möchte sich keine Gedanken darum machen, wie oft man zur Toilette geht oder was, dass man Gelenkschmerzen hat. Denn nicht nur der Darm kann betroffen sein, sondern eben auch die Gelenke, die Augen, die Haut und das wird häufig unterschätzt. Deshalb ist es so wichtig, bei den entzündlichen Erkrankungen diese Erkrankungen in einen Griff zu bekommen. Um all das, was Sie hier sehen, diese Schmerzen, Blutung, das ist sehr beunruhigend. Stellen Sie sich vor, wenn Sie zur Toilette gehen würden und Sie haben auf einmal die ganze Toilette voller Blut. Das ist sehr, sehr beängstigend und da gilt es natürlich rechtzeitig zu schauen und einen Zustand zu erreichen, dass im Grunde der Vulkan, wir haben es gehört, nicht komplett erloschen ist und nie mehr ausbrechen kann. Das kann er, aber dass er ruht. Das heißt, dann haben wir nur noch so ein bisschen, Sie sehen es hier an dem Bild, so leichte Wölkchen, die aufsteigen, aber eben nicht mehr den Ausbruch. Und das wollen wir erreichen. Wir wollen Komplikationen verhindern. Wir wollen, dass die Lebensqualität gut ist, dass man keinen Stuhldrang hat, dass man keine Angst haben muss, sich zu beschmutzen, wenn man unterwegs ist oder die nächsten Toiletten zu finden. Viele Betroffene sagen mir, oh je, ich weiß schon in jedem Supermarkt, wo die Toiletten sind. Und das sind natürlich auch Tabuthemen, da mag niemand so drüber reden. Es ist aber ganz wichtig, dass wir darüber reden, denn häufig wird es unterschätzt und viele Menschen können sich gar nicht vorstellen, was man denn darunter versteht. Und wenn wir schauen, wie sieht denn sowas aus? Und das ist, das zeige ich Ihnen hier gerne einmal, Sie sehen hier einen ganz gesunden Darm. Wunderschön, jetzt natürlich als jemand, der auch Darmspiegelung liebt und Endoskopien nennen wir das im Fachwort liebt, dann ist man ganz begeistert von dem Bild eines Darmes im Inneren, dass wir in das Innere hineinschauen können. Und Sie sehen, wie schön rosig, glänzend hier die Schleimhaut ist. So soll das aussehen im Darm. Und dann schauen Sie sich das hier an. Und dann sehen Sie hier schon ganz tiefe Geschwüre. Man nennt das auch teilweise Snail Track. Ulzeration. Snail Track ist Englisch und bedeutet Schneckenspuren, also wie eine Schnecke, die sich hineinfräst im Grunde in den Darm. Und Sie sehen auch hier, da ist die Darmwand nicht mehr gerade. Das sind ganz viele so Pseudopolypen, die da sind und man kann sich vorstellen, dass das arg weh tut im Darm, dass man nicht mehr den ganzen Verdauungsinhalt normal transportieren kann und dass es nicht immer Durchfall sein muss, sondern auch Verstopfung, starkste Bauchschmerzen und das jedes Symptom bei jedem anders ist. Und das sind unsere Ziele. Die Ziele, die wir als Ärzte haben, ist natürlich, wir wollen Komplikationen vermeiden. Wir möchten nicht, dass durch immerwährende Entzündung sich nachher das Gewebe verändert und vielleicht ein Krebs entsteht. Und das können wir erreichen, indem wir rechtzeitig eine gute antientzündliche Medikation ihnen geben. Und wir wollen natürlich, dass es schnell wirkt, dass die Medikation sicher ist, dass man möglichst keine Nebenwirkungen hat. Dabei soll das natürlich auch noch eine Medikation sein, die kostengünstig ist, die halt dazu führt, dass man nicht ins Krankenhaus muss. Also die eierlegende Wollmilchsau. Das erreichen wir leider noch nicht alles. Und häufig ist das, was wir wollen, gar nicht so sehr das, was vielleicht bei Ihnen im Vordergrund steht. Weil natürlich, wenn ich selbst betroffen bin, dann möchte ich doch, dass ich nicht mehr zur Toilette muss, keine Bauchschmerzen habe, eine gute Lebensqualität, keine Schmerzen. Dass vielleicht im Innern der Darm nicht so stark mehr entzündet ist, interessiert mich dann erst in zweiter Stelle, aber uns ganz besonders, weil wir wissen, dass sonst nämlich tatsächlich auch Krebsvorstufen oder im schlimmsten Falle sich auch Krebs bilden kann, wenn wir es nicht rechtzeitig behandeln. Und ich habe schon gesagt, das Heilmittel haben wir leider nicht. Hier ist ein Bild von dem weltberühmten Dr. Eisenbart. Der ist durch die Lande gezogen und hat dann sein Teriyak, ein Wundermittel, im Grunde verkauft und hat gesagt, das hilft gegen alles, egal was Sie haben. Schön wäre es, aber das ist nicht der Fall. Sodass wir heute dahin gehen, dass wir ganz individuell jeden einzelnen Betroffenen anschauen und dann schauen, was ist für den Menschen die richtige Behandlung. Und das müssen wir auch deshalb tun, weil die Behandlung halt in Schüben verläuft. Das heißt, man hat die nicht einmal und dann ist sie weg, wie ein gebrochenes Bein, das man dann richtet und dann ist es erledigt, sondern es gibt halt verschiedene Typen. Es gibt einmal Menschen, die haben vielleicht einen Schub, das sieht man hier, dann ist eine Ruhephase. Das nennen wir Remission. Ja, das ist toll, da hat vielleicht einen Schub und dann sein ganzes Leben nicht mehr. Und dann ist das Problem, dass man eben auch immer wieder Schübe haben kann, aber man hat auch Ruhephasen. Und die können durchaus mal Monate oder ein Jahr sein.
Und dann haben wir das, was wir hier chronisch aktiv bezeichnen. Das ist tatsächlich die Hälfte aller Betroffenen. Und das bedeutet, dass man eigentlich ohne Medikamente gar nicht mehr in einen Ruhezustand kommt. Das heißt, man bleibt immer so aktiv. Und das ist schlecht, weil damit hat man keine Lebensqualität, ist müde und kaputt. Und ich kann Ihnen wirklich sagen, und Sie selbst, wenn Sie betroffen sind, wissen das auch, ich habe nur im Grunde Menschen kennengelernt, die sind ganz tough und schleppen sich ins Geschäft und arbeiten. Und die muss ich teilweise dann mal so ein bisschen rausziehen, dass ich sage, jetzt ist aber mal gut und jetzt ist mal ein bisschen weniger angesagt. Und wann ist der richtige Zeitpunkt? Und das wissen wir jetzt schon seit einigen Jahren, dass wir sagen, und da gibt es ein schönes Bild, das sieht kompliziert aus. Ich erkläre Ihnen das. Man sieht hier am Anfang der Erkrankung, da ist, das nennt sich hier, ist Englisch, Entzündung, dieses orangefarbene, da ist ganz viel Entzündung zu Anfang. Und ganz wenig Komplikationen hier, wie Verengungen oder andere Dinge. Und da die Entzündung, die können wir echt gut behandeln. Das klappt sehr schön. Aber je länger die Erkrankung über die Jahre geht, Sie sehen, umso weniger ist die Akutentzündung da, weil der Körper ist klug, der versucht sich auch selber zu heilen. Aber das kann der Körper nicht so gut ohne Medikamente, der macht nämlich dann eine Defektheilung. Das bedeutet, dass es dann viel mehr Komplikationen und Narben gibt. Und eine Narbe, die können wir dann nicht mehr behandeln. Da muss dann unser Freund, der Chirurg oder die Chirurgin, herankommen und uns helfen und dann mit modernsten chirurgischen Therapien das richten, damit wir danach wieder eine gute antientzündliche Behandlung machen können. Also man muss immer Hand in Hand arbeiten. Chronisch entzündliche Darmerkrankung, das ist ein Feld, wo wir gerade die Gastroenterologie immer gemeinsam, wir nennen das interdisziplinär, arbeiten müssen. Hand in Hand, gemeinsam am Bett, nur so kann das gehen. Auch in vielen anderen Gewerken, also Fachrichtungen, Handwerken wie der Augenarzt, der Hautarzt, der Frauenarzt, alle müssen zusammen, Urologe, damit wir sehen, wenn noch andere Entzündungen an anderen Organen sind, dass wir die auch richtig behandeln. Ich muss das Mikrofon weiter wegbewegen, sonst hören Sie mich vielleicht zu laut. Was können Sie selber tun? Etwas, was man auf jeden Fall machen kann, wenn man an einem Morbus Crohn leidet, das ist tatsächlich mit dem Rauchen aufzuhören. Das ist etwas, was Sie wirklich tun können. Das mag schwer sein für den Einzelnen, aber das hilft. Es gibt Studien, die gezeigt haben, dass wenn man das Rauchen aufhört, dass das einen gleichen Effekt hat wie eine Therapie, die das Immunsystem herunterfährt. Also Rauchen abgewöhnen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wie wird behandelt? Jetzt kommen wir ja zum eigentlichen Thema. Und das ist so ein altes Schema. Früher ist man immer die Treppe hochgegangen, hat gesagt, oh, wir fangen an mit so ganz milden Medikamenten, mit so Mesalazin, 5-ASA. Das sind alle möglichen Medikamente, die Sie kennen von Salufalk, Clavazal, Metzavant, Olsalazin, all diese Medikamente, um auch alle Firmen hier genannt zu haben. Und dann, wenn das nicht geholfen hat, ist man eine Stufe höher gegangen, hat Cortison gegeben und wenn das nicht gewirkt hat, vielleicht Azathioprin und wenn das nicht gewirkt hat, dann hat man gesagt, wow, jetzt nehmen wir sogenannte Biologika, neue Medikamente, Antikörper. Davon ist man abgekommen, da weiß man, das macht man so nicht mehr, sondern man geht ganz individuell und das ist ganz schwierig, das will ich nur mal so gezeigt haben, da gehen wir anders drauf ein. Wir schauen genau, wie schwer ist Ihre Entzündung, wo ist die Entzündung, haben Sie noch Komplikationen, in welcher Lebensphase befinden Sie sich und dann richtet man genau diese Behandlung auf Sie hinaus aus. Das heißt, dass man schaut, besteht ein Kinderwunsch, sind Sie gerade in der Ausbildung, müssen Sie beruflich viel reisen, im Moment können wir nicht reisen, aber das wird ja irgendwann wieder kommen und wie bin ich da am besten mit meinen Medikationen, wie komme ich da am besten klar oder habe ich viele Gelenkschmerzen dabei oder steht bei mir der Durchfall im Vordergrund, das sind alles Fragen, die wir gemeinsam erarbeiten und darauf können wir dann die Therapie ausrichten. Ja, was haben wir zur Verfügung? Was ist unser Arsenal? Und dann sehen Sie hier also diese ganz einfachen Medikamente, die ja nur für einen ganz milden Verlauf sind. Auch für diese 5-Aminosalicylate muss man sagen, nur für die Colitis ulcerosa im akuten Schub und in der Ruhephase für den Morbus Crohn haben wir in den aktuellen Leitlinien gesagt, ist das keine aktuelle Therapie mehr, sondern da sollte man lieber auf andere Medikamente setzen. Cortison, dann, wenn eine Entzündung sehr heftig vorliegt, dann starten wir damit, aber
Cortison ist keine Dauerbehandlung. Das wäre schon ein Kunstfehler von uns. Das heißt, man sollte nie über eine lange Zeit tatsächlich Cortison einnehmen. Denn das hat viele, viele Nebenwirkungen wie Osteoporose, also Knochenbrüche. Wenn kleine Kinder es bekommen, dann haben sie eine Wachstumsverminderung. Und das alles wollen wir nicht. Und deshalb versuchen wir das Cortison nur so lange, wie es not tut. Ich sage immer, das ist TT, tolles Teufelzeug. Das wirkt gut, aber es ist nie für eine lange Dauer. Und dann gibt es solche Immunsuppressiva. Die sind eigentlich auch schon fast veraltet, muss man sagen. Weil wir gesehen haben, anhand der Nebenwirkungen, das Azathioprin haben vielleicht noch viele von Ihnen. Das wirkt auch. Müssen Sie jetzt keine Angst haben und das gleich absetzen. Aber es gibt neuere und bessere Medikamente, weil wir wissen, dass das Azathioprin eben tatsächlich auch ein erhöhtes Risiko hat, einen Lymphdrüsenkrebs oder auch einen Hautkrebs zu machen. Und deshalb ist das nicht unbedingt unsere erste Wahl. Manchmal in Kombinationstherapien nehmen wir das aber auch noch. Und keine Angst, wenn Sie es nehmen, nicht einfach absetzen, beraten. Auch das, wenn es Ihnen gut tut, dann sollte man das jetzt nicht einfach aufhören. Und dann kommen wir zu diesen Medikamenten. Und um die geht es jetzt so ein bisschen hier. Das sind die sogenannten Biologika. Das sind spezielle Medikamente, auf die kommen wir jetzt im Einzelnen. Und dann zeige ich Ihnen, wie die wirken, was für Nebenwirkungen die haben. Weil das sind die Medikamente, die eigentlich aktuell sind und wo noch viel mehr kommen. Und wenn ich sage aktuell, so ist das schon fast ein bisschen lustig, weil man sagen muss, dass eigentlich diese Medikamente hier, diese Antikörper, die fasst man zusammen, das sind leider schwierige Begriffe, es tut mir leid, die heißen Anti-TNF-Antikörper. Das bedeutet Antitumor-Nekrose-Faktor-Antikörper. Das hat mit Tumor nichts zu tun, aber mit Entzündung. Dann sind die schon über 20 Jahre zugelassen. Also gar nicht mehr so junge Bürschchen, ne? Sondern das sind schon ältere Früchtchen. Ja? Aber wir haben auch eine ganze Menge neuer Medikamente, die dazugekommen sind und es kommen noch immer mehr dazu. Und was versteht man nun darunter? Und das ist hier ein ganz kompliziertes Bild, aber ich will es Ihnen erklären. Eigentlich ist es gar nicht so schwer. In unserem Körper haben wir Botenstoffe. Und diese Botenstoffe arbeiten wie Briefträger, so muss man sich das vorstellen. Und da gibt es Briefträger, die tragen Briefe zu Orten, Organen, zu Leistungen und sagen, hier, mach Entzündung. Und das sind die sogenannten pro-entzündlichen Botenstoffe. Und dann gibt es diejenigen Briefträger, das sind die anti-entzündlichen Botenstoffe. Und darin steht, stopp die Entzündung. Und normalerweise ist in unserem Körper diese Botenstoffe im Gleichgewicht. Aber bei einer Entzündung ist dieses Gleichgewicht gestört. Und es überwiegen tatsächlich die, die Entzündung machen. Ich vergleiche das immer wie auf dem Fußballfeld. Auf der einen Seite sind wacker sozusagen fünf Menschlein, die versuchen tatsächlich Fußball zu spielen. Auf der anderen sind sie zu elft. Da können die fünf noch so toll sein. Das packen sie nicht und dann verlieren sie das Spiel. Und so muss man sich das auch vorstellen. Und was passiert zum Beispiel, nur um diese Anti-TNF-Antikörper zu sehen, also ein Botenstoff, der besonders für Entzündung auch steht, neben vielen anderen, der hat nämlich Aufgabe zu sagen, der geht hin zu den Fresszellen und sagt, hier aktivier, mach jetzt Fieber, hier geh hoch, mach da im Grunde genommen erhöhtes Entzündungseiweiß im Blut. Und das sind sozusagen die Faktoren, die wir dann merken. Ja? Und die Entstehung von chronischen entzündlichen Darmerkrankungen ist ganz komplex. Es ist nicht nur ein Faktor, sondern viele Faktoren. Das ist schon mit in die Wiege gelegt, eine Veranlagung und dann kommt es zu Triggerfaktoren im Laufe des Lebens, die wir noch gar nicht mal alle kennen, wie dann die Erkrankung praktisch angeschaltet wird. Und dann sind nicht nur diese Botenstoffe im Ungleichgewicht, sondern auch die Bakterien, mit denen wir zusammenleben, die sind sozusagen auch nicht mehr der gesunde Mischwald, sondern sind dann auch im Grunde genommen gestört und in der Artenvielfalt heruntergesetzt, was auch wieder zu Entzündung führt. Und diese Anti-TNF-Alpha-Antikörper, und Sie haben das schon gesehen, die Wirknamen sind zum Beispiel Infliximab, Adalimumab, Golimumab. Das sind Medikamente, die sehr gut verträglich sind und die man entweder über die Vene gibt, und zwar nach einem Einschleichen von 0, 2, 6 Wochen, alle 8 Wochen, oder auch in den Bauch spritzt, subkutan, alle 2 Wochen oder alle 4 Wochen. Und das ist sozusagen sehr gut, weil man dann auch genau schauen kann, für wen ist was geeignet. Und sie sind sehr gut verträglich. In der Schwangerschaft kann man sie ohne Probleme die ganze Schwangerschaft durchgeben, auch in der Stillzeit. Und an Nebenwirkungen ist die Hauptnebenwirkung, dass man tatsächlich das Immunsystem, was wir wollen, weil es zu viel Action macht, herunterreduziert und man schneller Infekte bekommen kann. Das ist auch ein bisschen der Nachteil. Deshalb muss man da genau schauen, welches ist für wen das beste Medikament.
Und dann gibt es noch andere Therapien, die halt nicht das ganze Immunsystem sozusagen angreifen, sondern ganz speziell nur im Darm wirken. Und das sind sogenannten Anti-Integrine. Das bedeutet, die verhindern, und das sieht hier kompliziert aus, aber die verhindern nichts anderes, als dass sie sich wie Türwächter in die Darmwandtüren hineinlegen und verhindern, dass die Entzündungszellen einwandern können. Und man kann sich vorstellen, im Darm gibt es viele Türen, die geblockt werden müssen. Und deshalb kann das ein bisschen dauern, bis alle voll besetzt sind. Aber dann wirkt es halt sehr gut, weil es halt nicht überall wirkt, sondern da, wo wir es haben wollen, im Darm. Aber man kann sich vorstellen, vielleicht ist das nicht das Geeignetste, wenn dann die Haut noch ein Problem hat oder wenn ganz starke Gelenkschmerzen sind, sodass wir da genau schauen, wer hat welche Beschwerden und für wen ist welches Medikament geeignet. Was hat das für Nebenwirkungen? Das wird sehr, sehr gut vertragen, es macht keine Allergien und man hat auch keine erhöhte Rate an Infektionen. Das heißt, das Immunsystem wird dann nicht ganz so stark runterreduziert wie bei den Anti-TNF-Alpha-Antikörpern. Daher kann es sein, dass sozusagen man bei Betroffenen, die vielleicht schon vorher viele Infekte haben, dann eher so ein Medikament nimmt als das andere. Das andere aber sehr effektiv ist, wenn man einen ganz ausgedehnten Befall hat und dann vielleicht die Anti-TNF-Alpha-Antikörper nimmt oder Fisteln. Das sind so fuchsartige Tunnelverbindungen, die von Darm nach außen gehen können oder von Darm zu Darm. So, dann haben wir noch das Ustekinumab. Ich entschuldige mich für diese blöden Wörter, die alle so schwierig sind, aber so heißen diese ganzen Antikörper und das sind Antikörper auch gegen Entzündungsbotenstoffe. Diesmal heißen die Interleukin 12 und 23. Ja? Und da gibt es ganz, ganz viele im Körper von. Und das wird als Infusion gegeben und dann später alle 8 Wochen als eine Spritze. Auch hier eine gute Verträglichkeit. Und was besonders gut ist, sowohl bei den Vedolizumab als auch beim Ustekinumab, kann man eine Pause machen und das Medikament auch später wieder ansetzen. Die Wirksamkeit bleibt gleich. Und das ist natürlich auch besonders gut, wenn man doch mal, wenn es einem richtig gut geht, eine Medikamentenpause machen möchte. Auch hier wieder ein sehr gut verträgliches Medikament. Und dann kommen wir noch zu einer ganz neuen Substanzklasse. Das sind die genannten kleinen Moleküle. Small Molecules heißt das auf Neudeutsch. Das sind Tabletten und die greifen schon aber sehr ins gesamte Immunsystem ein. Das heißt, die blocken bestimmte Vorstufen von diesen Botenstoffen. Also praktisch, bevor der Briefträger überhaupt die Briefe in Empfang nimmt, wird schon an der Poststelle verhindert, dass sie in Genuss der Briefe kommen. Also sie können dann gar nicht mehr ausliefern. Und das ist schon nicht ohne, also da kann man auch schon mal heftigere Infekte haben. Und man darf es zum Beispiel nicht geben, wenn man eine Neigung zu Thrombosen hat oder wenn man schon mal eine Lungenarterienembolie hatte. Dann ist es verboten. Diese Januskinasen, da ist das Tofacitinib für die Colitis zugelassen derzeit. Da kommen noch ganz, ganz viele in den nächsten Jahren, ganz verschiedene Arten davon und sogar noch andere Medikamente, die dann auch gegeben werden, im Grunde genommen auch als Tablette. Was ja auch schön ist, dass wir dann noch Tabletten zur Verfügung haben und nicht nur Spritzen und Infusionen, die praktisch verhindern, dass die Entzündungszellen aus dem Lymphknoten über die Blutbahn und die Lymphwege weiter wandern zu den Organen. Es hört sich ganz kompliziert an, ist aber ganz toll, was alles sozusagen in der Pipeline ist. Das heißt, wir haben in Zukunft ganz, 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 ganz viele neue Medikamente. Aber damit ist es ja nicht getan, denn hier nur mal so ein Ausblick drauf, was noch alles kommt. Da sieht man, es ist ganz kompliziert aus, aber überall kann man solche Briefträger blocken und dann wieder Antikörper reinbringen und dann wieder was bringen. Warum ist das so notwendig? Weil leider wir noch keine richtigen Biomarker haben. Das heißt, ich kann noch nicht sagen, Mensch, Herr Müller, Frau Schulze, da wird das Medikament und das andere nicht. Ja, das ist sozusagen etwas, wo man dann leider sagen muss, wir müssen es erst ausprobieren und schauen, ob es wirkt. Bei 2 von 3 Patienten wirkt es immer gut, bei 1 von 3 meistens nicht so gut. Und da sind wir aber in der Forschung dran, dass wir spezieller schauen, welches sind geeignete Marker, um zu erkennen, welches Medikament für wen vielleicht noch besser geeignet ist. Und das wird sicherlich auch die Zukunft sein, sodass wir nicht immer alles ausprobieren müssen. Und die Medikamente werden sicherlich auch besser und hoffentlich auch noch sicherer werden. Denn leider ist es so, ein Medikament wirkt nicht ein Leben lang häufig, sondern es kommt auch vor, dass die Wirksamkeit nach einer Zeit nachlässt. Und dann ist es eben auch wichtig, dass man auch andere Medikamente hat, die man dann noch geben kann.
So, und das sieht auch wieder ganz, ganz schlimm aus. Aber da führe ich Sie durch. Man unterscheidet dann auch, wie gut ist die Wirksamkeit und die Langzeitsicherheit. Und erfreulicherweise sehen wir bei den meisten Medikamenten, dass die Langzeitsicherheit sehr gut ist und dass sie sehr gerne gegeben werden können, auch in der Schwangerschaft. Das ist auch ganz wichtig, weil wir es ja häufig auch mit sehr, sehr jungen Patientinnen und auch Patienten zu tun haben, die einen Kinderwunsch haben, eine Familie gründen wollen. Da ist es sowohl für den Mann als auch für die Frau natürlich wichtig, dass die Medikamente sicher sind, denn wir wollen nicht einen Schub in der Schwangerschaft haben, denn das ist immer gefährlich. Ich sage immer, geht es der Mutter gut, geht es dem Kind gut. Und auf keinen Fall sollten Sie die Medikamente, wenn Sie schwanger sind, einfach absetzen, sondern immer zu Ihrem Facharzt oder Fachärztin gehen und das gemeinsam besprechen. Und was gibt es noch alternativ? Und wenn wir da mal alternativ reingucken, dann denkt man sich, oh, da habe ich doch schon so viel gehört, hilft das nicht? Da sage ich immer nur, ich finde es ganz schön, wenn man nicht eine alternative Therapie macht, sondern eine Therapie, die sozusagen zusätzlich, das heißt, wo man komplementär, nennen wir das, zur der normalen Schulmedizin eben auch andere Therapien macht. Und da gibt es ganz tolle Sachen, da bin ich auch ein großer Fan von. Es gibt viele auch richtige, schöne Heilstoffe, die die Natur uns gibt, wo man vieles bewirken kann. Das ist Heidelbeer-Mutter-Extrakt zum Beispiel oder halt auch ganz, ganz gut natürlich auch Kümmel, Anis, Tee, die beruhigend wirken. Also Akupunktur ist etwas, was sehr gut wirkt. Und da gibt es eine ganze Reihe auch sehr anerkannter, guter Therapien, die auch nachgewiesen wissenschaftlich eine gute Wirksamkeit bringen. Aber, jetzt kommt das Aber, ich sage mal Achtung, aufpassen vor auch vielen Scharlatanen. Denn immer in Erkrankungen, wo man einen großen Druck hat, wo man schwer krank ist, wo es keine Heilung gibt. Da sucht man natürlich nach allem und da ist man doch schnell auch gefangen und will alles ausprobieren. Und da gibt es leider im Internet auch ganz windige Sachen, wo dann Aloe Vera-Einläufe für 100 Euro das Stück verkauft werden. Und sage ich mal, bloß nicht. Natürlich hat Aloe Vera eine gewisse antientzündliche Wirkung. Wir kennen das, wenn wir einen Sonnenbrand haben, aber bitte nicht im Darm. Da können Sie mit den 100 Euro was Besseres anfangen, als da das Geld zum Fenster rauswerfen. Na, also fragen Sie doch einfach dann auch da Ihre Ärztin oder Arzt und schauen, was geht komplementär, wie kann man zusammenarbeiten, auch mit anderen Medizinern oder auch anderen Menschen, die im Grunde Heilpraktiker und anderen, die halt eine gute Therapie machen, damit man das komplementär zusammen macht und nicht gegeneinander. Das ist mir ganz wichtig. Und wenn wir mal schauen, dann muss man sagen, ja, Weihrauch war immer in aller Munde. Weihrauch ist leider in den Studien, hat sich gezeigt, keine Therapie, die richtig gut wirkt. Bei Einzelnen kann das ein bisschen was bringen, ist aber auch sehr teuer und muss selber bezahlt werden. Da muss man ganz genau schauen, was das bringt und was es nicht bringt. Und dann, das ist das Schweinchen, Sie haben das damals vielleicht gehört, die Eier des Schweinepeitschenwurms, die haben mal sehr Furore gemacht, da haben wir eine große Studie, ist international gelaufen im Vergleich zu einem Scheinpräparat und da haben wir leider feststellen müssen, obwohl die Erwartungen riesengroß waren und ich kann Ihnen sagen, oh, wir haben ganze Hörsäle gefüllt mit Interessenten, die an der Studie teilnehmen wollten. Da hat man dann so diese Eier, diese Schweinepeitschenwurms getrunken als eine Art Suspension. Und wir haben aber gesehen, das hat keine Wirkung. Die Studie musste abgebrochen werden, weil man gesehen hat, es ist nicht wirksam in der Mitte der Studie, sodass das leider auch keine Therapie ist, die wir empfehlen können. Aber was können wir empfehlen? Probiotika. Gerade auch für die Colitis ulcerosa hat man richtig gute Studien gemacht mit dem E. coli Nissle. Das ist ein guter E. coli Keim. Und da hat man gefunden tatsächlich, dass das eine genauso gute Wirksamkeit hat wie auch das Mesalazin zum Erhalt der Ruhephase. Das heißt, in den Fällen kann man auch statt des Mesalazins zum Beispiel das E. coli Nissle nehmen. Und ich zeige das immer ganz gerne, auch so ein Bild, weil man da sieht, wir sind eigentlich alle wandelnde Aliens. Wir haben mehr Bakterienzellen in uns als menschliche Zellen. Und normalerweise leben wir mit denen in Harmonie. Aber das Problem ist, dass wenn das sozusagen zu einer Entzündung kommt, dann haben wir eben nicht mehr den gesunden Mischwald. Die Artenvielfalt geht herunter und dann kommt es eben zu Entzündung. Und das kann man versuchen eben dann durch gesunde Bakterien mit zu unterstützen. Ganz alleine reicht es da meistens nicht. Aber das ist noch eine ganz große, weite Welt, wie die Ozeane und das Weltall. Da haben wir noch gar nicht viel verstanden. Wir wissen, dass das, man nennt das heute Mikrobiom, eine ganz große Rolle spielt bei ganz vielen Erkrankungen, bei auch neurodegenerativen Erkrankungen und Alzheimer, Parkinson. Und deshalb ist es auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Und das, da kommen wir auch bald
langsam dann auch Richtung Ende, dass wir sehen, was ist wichtig. Man muss natürlich, wenn man eine Behandlung macht, auch sehen, dass diese Behandlung auch anschlägt. Das heißt, man muss ihnen nicht nur was geben und sie fragen, das nennt man hier Pro, also das, was sie berichten natürlich, wie geht es ihnen, aber man muss auch reinschauen in den Darm mit Spiegelung, mit Ultraschall und auch mit natürlich Laborwerten, um zu sehen, ob das da wirklich gut ist. Und wenn nicht, muss man die Therapie anpassen oder auch ändern. Was kann man sonst noch tun mit der Ernährung? Ernährung ist ein Thema, das müssen wir separat nochmal in einer Sitzung machen, weil das ist so allumfassend, das kann man jetzt hier nicht erschlagen. Aber es ist ganz wichtig. Und es ist nicht nur so, wie viele sagen, ach, sie müssen gucken, was ihnen, wie es ihnen gut geht und dann sehen, wie sie es selber machen. Nein, da kann man im Schub und in der Ruhephase ganz bestimmte Dinge doch für sich tun, damit es einem besser geht. Und Mangelernährung muss ausgeglichen werden, denn nur dann wirken auch die Behandlungen. Das heißt, das ist ganz wichtig. Oder auch ein Eisenmangel, weil man sonst müde und schlapp und kaputt ist. Einige Sachen, wenn Sie moderne Therapien nehmen, die das Immunsystem herunterreduzieren sollen, weil es zu viel Action macht, bitte kein Befüllen der Biotonne und da richtig den Kopf reinhängen so. Ja? Und richtig nochmal schnüffeln. Wir haben ja eh jetzt immer den Mund-Nasenschutz. Also das aufsetzen, weil sonst haben sie Pilzsporen und das ist nicht gesund. Und kein rohes Hackfleisch, das weiß man als schwangere Frau schon, das darf man nicht. Ja, wegen Toxoplasmen. Und keine Rohmilchprodukte, also nicht frisch von der Kuh und vielleicht nicht den Appenzeller Käse. Und bei Impfungen, das ist auch ganz wichtig, das ist immer eine wichtige Frage, sie dürfen alles geimpft werden, was Totimpfstoffe sind, nur keine Lebendimpfstoffe. Weil dann, wenn das Immunsystem nicht so aktiv ist und sie einen Lebendimpfstoff rauf bekommen, dann können sie das bekommen, gegen das sie geimpft werden. Aber das sind eigentlich Impfstoffe, die man schon im Kindesalter bekommt und nicht mehr im Erwachsenenalter. Covid-19, das ist ganz wichtig, alle die Impfungen, da sind wir in der Fachgesellschaft uns einig, lassen Sie sich impfen. Ja? Wir können natürlich noch keine harten wissenschaftlichen Daten sagen, weil wir die noch nicht haben. Denn Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen oder auch Rheumapatienten waren in den meisten Studien für die neuen Medikamente nicht zugelassen initial. Und daher haben wir die Fakten noch nicht. Aber die werden bald kommen. Wir haben ja viele Länder, die schon viel weiter im Impfen sind, wie Israel, die USA. Und darüber kriegen wir dann Daten. Also einhellig sagen alle Experten weltweit und auch hier in Deutschland, lassen Sie sich bitte impfen. Denn die Risiko-Nutzen-Abwägung ist eindeutig auf der Seite, dass man sagt, besser impfen und keinen schweren Verlauf haben. Und das nochmal als dann auch letztes Bild. Wie sieht es denn aus jetzt in der Covid-Pandemie mit den Medikamenten? Ist das nicht schlimm, wenn ich da solche Antikörper nehme? Kriege ich dann nicht einen schweren Verlauf oder kriege ich dann erst recht Covid? Nein, also da hat man in großen Registern weltweit gesehen, dass interessanterweise, wenn, das ist leider ein bisschen kleines Bild, aber wenn Sie gut eingestellt sind und wenn Sie Antikörper nehmen, dann haben Sie einen guten Verlauf. Sie haben schwerere Verläufe, die sehen wir nur bei Cortison oder Azathioprin, nicht jedoch bei den Antikörpern. Das bedeutet, dass entweder man ist nicht so gut eingestellt, deshalb nimmt man Cortison oder Azathioprin, oder halt das Immunsystem wird zu sehr gesenkt. Und wir wissen ja, bei schweren Verläufen gibt es einen sogenannten Zytokinsturm. Das bedeutet, dass da richtig die Botenstoffe enorm hochgehen. Und das scheinen, das ist aber noch wissenschaftlich unklar, die Antikörper auch zu unterdrücken, sodass das deshalb sehr sicher erscheint. Also auf jeden Fall eine gute Therapie, die schützt Sie vor einem schweren Verlauf. Und jetzt kommen wir natürlich zum wichtigsten Part, weil der Gastroenterologe ist nichts ohne einen hervorragenden Chirurgen. Und ich bin total glücklich, mit Herrn Dr. Kraft einen exzellenten Chirurgen zu haben, der nämlich das macht, was heutzutage wirklich das ist, was man haben sollte. Minimalinvasiv, das erklärt er alles, weil das brauchen wir nämlich ganz besonders auch bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen überall. Aber da besonders, weil manchmal kann die beste Behandlung nichts nutzen. Und da brauchen wir einfach den Chirurgen. Und deshalb freue ich mich jetzt ganz besonders, lieber Klaus, auf deinen vielen Vortrag. Vielen Dank. Und ich gehe mal aus dem Bild. So, Frau Dr. Kübacher, vielen herzlichen Dank für Ihre ganz aktuellen Informationen. Und Herr Dr. Kraft, Sie sind einer der Pioniere der sogenannten Schlüssellochchirurgie. Sie hat sich in den 1990er Jahren etabliert. Und wie hat sie sich weiterentwickelt? So ganz grob gesagt. Ja, also ganz grob gesagt, es steht ganz klein, steht es bei mir praktisch seit 30 Jahren auf der Stirn, das Minimalinvasive. Im Prinzip habe ich genau vor 30 Jahren das erste Mal laparoskopisch oder minimalinvasiv operiert. Und dann gab es natürlich sehr viele Jahre, in denen das
in der Entwicklung sehr viele Neuigkeiten. Da hat man auch viel lernen müssen. Da hat sich vieles weiterentwickelt, grob vielleicht 10 Jahre. Und dann ist man auf so ein Plateau gekommen, auf dem sich dann eigentlich von der Methode und von dem, was wir machen, nicht mehr so sehr weiterentwickelt hat, sondern was sich verändert hat, ist, dass mehr und mehr Krankenhäuser und mehr Ärzte das auch gelernt haben und der Methode gefolgt sind. Also das Hauptproblem am Anfang in den 90er Jahren war gar nicht so sehr die Technik, mit der wir uns beschäftigen mussten, weil es viele neue Dinge und Geräte gab, sondern oft der Widerstand, der auch innerhalb der Ärzte gegen eine neue Methode bestand, die vielleicht auch zu Recht skeptisch waren und das sehr zögerlich und langsam nur einführen wollten. Also was sich dann wirklich vielleicht nach 10 Jahren noch verändert hat, ist, dass es immer mehr und mehr sich verbreitert hat. Und wir sind ja jetzt als Chirurgen nicht so sehr Wissenschaftler, als mehr vielleicht Handwerker. Und insofern ist für uns natürlich enorm wichtig, dass wir unser Handwerk halt möglichst viel und lang und häufig ausüben. Dann sollten wir normalerweise auch besser in dem Handwerk sein. Und deswegen bin ich froh, dass es jetzt immer mehr Ärzte gibt, die das auch machen. Gerade weil ich da auch dafür stehe und eigentlich die 30 Jahre nicht viel anderes gemacht habe, als immer minimalinvasiv zu operieren. Aber ich erkläre es gleich noch ein bisschen genau. Erstmal Gratulation zu 30 Jahren. Ja, das ist jetzt aber Zufall, das ist mir gerade eingefallen. Dann darf ich Sie an unser Vortragspult bitten. Und dann lasse ich einmal die Maske fallen und würde dann auch. Also es gibt ja sicher schon den einen oder anderen von Ihnen, der mich kennt, aber es gibt vielleicht auch noch ein paar, die Glück hatten und mich noch nicht kennenlernen mussten. Ich würde wie eigentlich fast bei allen meinen Vorträgen gerne ein paar Vorbemerkungen zum minimalinvasiven Operieren machen. Das heißt, das minimalinvasive Operieren hat schon mal ziemlich viele Namen. Sie sehen jetzt auf diesem Bild, das wird auch genannt Schlüssellochchirurgie. Manche sagen minimalinvasives Operieren oder wir in der Medizin nennen das die sogenannte Laparoskopie. Und zwar kommt Laparoskopie im Prinzip von den beiden Wortteilen Laparo, das heißt der Bauch, und das Kopie ist mehr oder weniger das Reinschauen. Ich habe ja auch in kleiner Eigenwerbung noch ein Zeitungsausschnitt aus der Nürtinger Zeitung. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann auf dem Bild. Aber das war, als ich hier angefangen habe, vor 17 Jahren. Da hatte ich auch das erste Mal eben über so ein minimalinvasives Operieren erzählt. Und damals war das hier noch nicht so arg etabliert oder eigentlich gar nicht etabliert. Insofern war das ziemlich interessant für die Leute. Vielleicht ist es jetzt für Sie schon ein bisschen ein alter Hut, genauso wie ich auch schon ein bisschen zum älteren Eisen gehöre. Also ich habe hier nochmal ein paar Begriffe, bloß dass Sie das so etwas auseinanderhalten können. Da gibt es einmal als Überbegriff für alles, das ist die Endoskopie, das heißt das Schauen ins Innere. Endo steht für Inneres. Die Koloskopie zum Beispiel, das ist ein Begriff, der dann in den Darm schauen. Kolo steht für den Dickdarm. Und die Laparoskopie, wie ich vorher schon erwähnt habe, ist eigentlich das Schauen in den Bauchraum. Jetzt ist es bei uns so, dass der Bauchraum eigentlich ein Raum ist, der komplett ausgefüllt ist. Da ist kein Leerraum. Wenn Sie jetzt zum Beispiel in den Magen oder in den Darm schauen, da haben Sie innen drin natürlich schon einen Hohlraum, in den man eigentlich vorgeformt schon reinschauen kann. Aber wir müssen uns im Bauch diesen Raum, in dem wir was sehen können, zuerst einmal schaffen. Und das machen wir im Prinzip, indem wir die Bauchhöhle mit Gas filmen. Ich muss jetzt noch mal kurz auf den Zeiger gehen, glaube ich, oder ist er jetzt drauf? Ja, und zwar nehmen wir ein Gas, das muss verschiedene Kriterien erfüllen, wie alles sollte es möglichst billig oder heute sagt man günstig sein. Und dann sollte es ein Gas sein, was sich nicht entzündet, weil wenn wir das in den Bauch bringen, dann wird auch mit Strom gearbeitet. Das heißt, wenn da ein entzündliches Gas wie Sauerstoff oder andere Gase drin wären, dann würde der Bauch explodieren. Und deswegen nehmen wir Kohlendioxid, CO2. Und dieses Gas wird in die Bauchhöhle reingebracht mit einer speziellen Nadel. Moment, also jetzt muss ich dann hier runtergehen, genau. Diese spezielle Nadel können Sie trotzdem, obwohl sie jetzt hier vergrößert ist, wahrscheinlich nicht genau erkennen. Die hat eine Spitze und wenn man die durch die Haut durchbringt, dann geht Ihnen, wenn Sie in der Bauchhöhle ist, so ein stumpfer Teil vor, der dafür sorgt, dass der Darm weggeschoben wird. Weil dieser erste Schritt, wenn wir den Bauch punktieren, da sehen wir ja nicht immer, was auf der anderen Seite von der Bauchdecke ist. Und dann wird der Bauch aufgeblasen, also hier sehen Sie,
es auf dem rechten Bild, das ist jetzt ein Bauch, der jetzt schon mit einer Nadel hier oben mit Kohlendioxid gefüllt wird. Manche Bäuche sehen natürlich auch schon vor dem Füllen so aus, das wissen Sie auch, aber der wurde jetzt schon mit Gas aufgeblasen und da passt beim Durchschnittsbürger, passen da so 3-4 Liter von diesem Kohlendioxid rein. Und zwar funktioniert das natürlich nur, weil der Patient in diesem Moment entspannt sein muss, das heißt, er ist relaxiert in Narkose und wenn die Muskeln entspannt sind, dann brauchen wir nur relativ wenig Gas, um diesen Raum zu schaffen und den Druck herzustellen. Wenn wir das bei wachen Patienten machen müssten, dann müssten sie es so ähnlich wie bei den Reifen mit ein paar Atü aufblasen, weil dann der Widerstand von der Muskulatur das Aufblasen verhindern würde. Und dann, wenn wir den Bauch aufgeblasen haben, dann haben wir Folgendes, sogenannte Trokare. Trokare sind im Prinzip Hülsen, die sind heutzutage meistens nur noch so dünn wie ein Kugelschreiber, 5 mm im Durchmesser. Und diese Hülsen, die sind innen hohl und unterschiedlicher Art. Sie sehen hier zum Beispiel zwei, die aus Kunststoff sind, aus Plastik. Wenn Sie das nur einmal verwenden wollen, dann werden die hinterher weggeworfen. Das ist natürlich heute nicht mehr so in. Wenn Sie die Trokare wiederverwerten wollen, dann haben Sie sehr hohe Ansprüche an diese Instrumente. Das heißt, die müssen dann eigentlich in alle kleinen Einzelteile zerlegbar sein, damit sie dann in Waschmaschinen und Sterilisationen gebracht werden können. Das versuchen wir mit den meisten Geräten und Instrumenten, aber es gibt natürlich welche, mit denen wir das nicht machen können, weil sie halt nicht in alle Einzelteile mehr zerlegbar sind. Die werden dann tatsächlich auch heute noch weggeworfen. Dann sehen Sie jetzt ein Bild von innen, also in der Bauchhöhle, wie da so eine Hülse in die Bauchdecke, durch die Bauchdecke eingebracht wird. Oder hier sehen Sie es noch mit einer Spitze, die wir brauchen, damit es besser durch die Bauchwand durchgeht. Und diese Trokare, die erlauben uns dann, wie Sie auf diesem Bild hier sehen, dass wir durch den Trokar nicht nur Optiken, mit denen wir im Bauchraum was sehen, bringen können, sondern wir haben auch mit diesem Schlauch hier einen Anschluss, mit dem wir immer wieder das Gas nachfüllen können. Weil auch wenn die dicht sind, gibt es immer einen gewissen Gasverlust und das muss dauernd ausgeglichen werden. Und manche von diesen Trokaren, wie den hier, den Sie hier durch die Bauchdecke gehen sehen, der hat zum Beispiel sogar nur 3 mm Durchmesser. Also das geht heute, das hat sich, weil wir gerade vorher darüber gesprochen haben, vielleicht auch noch entwickelt. Wir hatten in den ersten Jahren größere, gröbere Instrumente. Wir haben Optiken gehabt, die nur mit 10 mm, also einem Zentimeter Durchmesser funktioniert haben. Diese Optiken, das hat sich alles enorm verkleinert, sodass wenn wir jetzt heute, da sehen Sie jetzt zum Beispiel den Bauch nach der Operation, die Wunden sind sogar ganz frisch nach der OP kaum mehr sichtbar. Also viel näher an spurlos kann man eigentlich nicht herankommen. Und man muss ja im Zusammenhang sagen, jede Operation macht sie zunächst einmal schlechter. Das muss man einfach wahrnehmen als Chirurg auch. Und was wir hier vielleicht erreichen können, ist eigentlich nur eine Minimierung der Verschlimmbesserung, sage ich immer gern. Das heißt, zuerst müssen wir sie mal ein Stück schlechter machen, bevor sie dann im Normalfall besser werden. Das muss natürlich dann schon immer das Ziel sein, sonst ist die Operation nicht gut entschieden. Und dann, wenn Sie also diesen Trokar in der Bauchhöhle drin haben, dann wird eine Optik durch diesen ersten Trokar durchgeschoben und in dem Augenblick haben Sie dann innen Sicht und dann sehen Sie auch alles, was passiert. Diese Optiken, davon gibt es welche, die nur geradeaus gucken, das nennen wir dann eine Null-Grad-Optik. Und dann gibt es welche, die schräg gucken können, also 30, 45, 90 Grad. Sie können das so weit variieren, dass Sie am Ende wie beim U-Boot praktisch um ein Eck schauen könnten. Wir verwenden fast nur diese 30-Grad-Optiken, weil wir mit denen einfach auch um Ecken rumschauen können. Und das war zum Beispiel in der Anfangszeit, wie wir mit diesen Dingen in den 90er Jahren angefangen haben, immer ein großes Problem, dass die Gegner dieser Methode immer gesagt haben, wenn man richtig was sehen will in dem Bauch, dann muss man ihn richtig groß aufschneiden. Das hat natürlich den meisten Patienten eingeleuchtet, zumal wenn man ihnen dann noch von einer Schlüssellochchirurgie erzählt hat, weil jeder immer dachte, ja, Schlüsselloch, was sehe ich da? Ein Schlüsselloch, fast nichts. Und das war der Denkfehler natürlich, aber weil wir gucken ja nicht durch ein Schlüsselloch, sondern das Geheimnis ist, wir kommen durch das Schlüsselloch. Wir gehen praktisch durch ein Schlüsselloch in einen Raum mit der Kamera.
und sind dann mitten im Raum drin und sehen dem Raum viel, viel mehr, als sie jemals sehen könnten, wenn sie an der Tür stehen bleiben. Und wenn sie eine offene Operation machen, dann müssen sie praktisch mit dem offenen, großen Schnitt die Tür so weit aufmachen, dass sie von außen in den Raum, also in den Bauchraum, reinschauen können. Und selbst dann sehen sie nie so viel. Und ich denke, auch hier in diesem Zusammenhang, ich weiß da, wovon ich rede, weil ich habe meine gesamte Grundausbildung, also den sogenannten Facharzt, die ersten 6 Jahre Chirurgie, habe ich in einer Zeit gemacht, wo es gar kein minimalinvasives Operieren gab. Also das heißt, ich kann eigentlich relativ gut vergleichen, das vorher und nachher. Und ich denke, deswegen kann ich auch mit Fug und Recht sagen, es ist kein Vergleich zwischen dem Vor- und Nachher, nicht nur für uns Ärzte, was wir sehen und machen können, sondern vor allem natürlich für die Patienten. Nun, die Optik ist drin, das Bild wird auf einen Monitor übertragen und da sehen Sie jetzt auf diesem Bild auch schon einmal ganz charakteristisch, wenn Sie hier, das ist ein relativ altes Team, aber da sehen Sie einen Operateur, Assistent, OP-Schwester und der Patient, den sehen Sie gar nicht, da unten sind seine Zehen und dann liegt er hier praktisch auf dem Tisch und irgendwo da oben ist sein Kopf hinter dem Tuch. Und jetzt ist es so, dass, frage ich sonst bei den Live-Vorträgen, das ist übrigens ja heute wirklich schwierig, weil ich gar nicht weiß, ob Sie jetzt auf der anderen Seite eingeschlafen sind oder ob Sie noch mit dabei sind. Aber da frage ich die Zuschauer eigentlich immer, was fällt Ihnen an diesem Bild auf? Und dann sagen die mir im Normalfall, der Operateur guckt gar nicht dahin, wo er arbeitet. Das heißt, er guckt hier in die Ferne, sprich auf diesen Monitor, den wir da nur von hinten sehen. Hier sehen Sie ihn dann nochmal von vorne. Da ist der Operateur wieder. Und das Geheimnis, das Erste, was Sie lernen müssen bei dieser Art des Operierens, ist diese sogenannte Hand-Augen-Entkopplung. Das heißt, Sie gucken nimmer dahin, wo Ihre Hände sind, sondern Sie gucken auf einen Bildschirm und sehen dann, was Ihre Hände da machen. Und das ist einfach etwas, was man üben muss, so ähnlich wie Sie von mir aus, wenn Sie mit Messer und Gabel aufgewachsen sind, auch üben müssten, wenn Sie jetzt plötzlich mit Stäbchen essen müssten. Und wenn Sie dann im Bauch drin sind, hier bloß mal einen kurzen Abschnitt, da sehen Sie, das ist der Magen, das ist die linke Leber, da oben ist das Herz, dann können Sie im ganzen Bauchraum rumschauen. Da ist der Rest von der rechten Leber, da hängt unten dran dann irgendwo die Gallenbasis, das Zwerchfell. Sie können sehr viel sehen, Sie sehen natürlich auch nicht alles, das sind alles Dünndarmschlingen, die hier vor uns liegen. Jetzt haben wir einmal ringsrum geguckt und schauen jetzt hier unten in den Bauch. Und zwar war das ein Patient, wo wir da die Leisten angeguckt haben. Da drücke ich jetzt mit der Hand von außen die Bauchwand rein. Das ist die linke Leiste. Und in der rechten Leiste hatte dieser Patient einen sogenannten Leistenbruch. Das heißt, es ist ein Loch, das wie ein Loch eben hier in der Bauchwand auch die Gefahr darstellt, dass sich in das Loch ein Darm reinbewegen kann und einklemmt. Das ist ein anderes Thema, das haben wir heute nicht. Aber nur, um es Ihnen ein bisschen zu zeigen. Jetzt, um was geht es heute? Es geht um Darmoperation. Sie haben vorher schon einen wunderbaren Vortrag gehört und wurde geschmeichelt, weil ich glaube, ich bin in diesem Zusammenhang eigentlich tatsächlich nicht sehr wichtig, weil die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, das sind eigentlich alles Erkrankungen, die sind primär und am besten bei unserem Gastroenterologen aufgehoben. Deswegen freuen wir uns natürlich auch so, dass wir eine wirklich internationale Kapazität hier haben, die hier in dem kleinen Nürtingen gelandet ist. Ich weiß auch nicht wie, aber ich bin froh, dass sie da ist und ich glaube, Sie Patienten müssten es auch sein, und weil das wirklich ein Gebiet ist, wo man guten Rat brauchen kann und nicht guter Rat teuer ist, sondern wertvoll ist. Und nur wenn diese Methoden und diese ganzen Medikamente, ich bin ja schon immer beeindruckt, wie sie die ganzen Namen sich merken kann, weil ich könnte mir nicht mal die ganzen Medikamentennamen merken, geschweige denn vielleicht aussprechen. Aber nur wenn diese ganzen Therapien versagen, dann kommt der Chirurg und dann ist eigentlich manchmal auch chirurgische Hilfe notwendig. Und wie Sie schon gehört haben, die meisten dieser Krankheiten kann man eigentlich nicht heilen. Vielleicht noch die Colitis ulcerosa, weil sie sich halt nur im Dickdarm abspielt. Und wenn man den ganzen Dickdarm entfernt, dann gibt es keine Basis mehr für die Krankheit. Aber es ist natürlich auch ein schwacher Trost, weil sie wollen ja möglichst auch nicht alles entfernt haben. Jetzt haben wir hier ein Bild, bloß dass Sie das mal so ein bisschen eindenken können, wenn wir auf den Bauch schauen. So sieht der Dickdarm aus. Der läuft in einem Viereck. Wir haben etwa 1,20 Meter bis 1,50 Meter Dickdarm. Der fängt, ist der rechte Unterbauch. Da hängt der sogenannte Wurm.
Darmfortsatz, den wir auch immer als Blinddarm bezeichnen. Der Dünndarm, der hier in 5-6 Meter in der Mitte liegen würde, der ist hier nicht mehr drin. Und dann geht der Darm hoch rechts und dann geht er rüber nach links. Ich mache es mal auf meinem Bauch. Und dann geht er hier wieder runter. Und dann hat er hier so einen S-förmigen Abschnitt, bevor dann in den letzten 15 Zentimetern etwa der Mastdarm zum After rausgeht. Und ich habe jetzt hier nachher ein Beispiel, was ich Ihnen zeigen will, wie wir diese Därme operieren anhand von ein paar Filmsequenzen, die Sie da sehen. Ich hoffe übrigens, dass Sie alles schon Abend gegessen haben, weil das ist leider zum Teil ein bisschen unappetitlich, was Sie da sehen. Aber Sie werden es sicherlich zu Hause sowieso überstehen. Ich erzähle immer gern die Anekdote. In meinem ersten Vortrag, ich glaube, das war damals 2004, haben wir hier in Nürtingen einen Vortrag gehalten und es waren wirklich schöne, harmlose Bilder da in der Glashalle, in der Halle am Rathaus. Und dann ist mitten im Vortrag ist einer umgefallen. Also die saßen eigentlich, aber er wurde halt ohnmächtig. Und ich habe mir dann Vorwürfe gemacht, weil ich dachte, oh je, habe ich so schlimme Bilder gezeigt. Aber es hat sich dann nach dem Vortrag herausgestellt, dass es ein Vertreter der Krankenkasse war. Und ich glaube, der ist nur umgefallen, weil er dachte, um Gottes Willen, das wird alles teuer, was der hier in diesem Krankenhaus einführt. Weil diese ganzen Instrumente und die Methoden, ich glaube, der ist gar nicht wegen den Bildern umgefallen. Also ich zeige Ihnen jetzt einen Fall. Das sind auch entzündliche Erkrankungen. Es sind jetzt nicht Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa, aber die beschäftigen uns fast noch häufiger zahlenmäßig. Das sind die sogenannten Divertikel im Darm, die sich auch entzünden können. Und diese Divertikel, die gibt es vor allem hier unten in diesem S-förmigen Abschnitt. Deswegen zeige ich Ihnen exemplarisch einen Fall, bei dem wir diesen Abschnitt, diesen S-förmigen Abschnitt entfernen mussten. Und zwar, weil diese Patientin, die einmal in der Nacht zu uns kam, das sind ja leider die Notfälle, kommen ja nicht tagsüber, sondern lieber nachts oder zumindest erinnert man sich an die besser. Und diese Patientin hatte akute Bauchschmerzen und die Bauchschmerzen waren verursacht durch ein Divertikel und die Wände des Divertikels, die sind sehr dünn und dieses Divertikel hat ein Loch in den Darm gemacht. Vorab noch ein paar Bemerkungen, wie wir das dann operieren. Also das heißt, früher, das ist ein bisschen ein unfaires Bild, gebe ich zu, weil hier ist ein dicker Mann und da ist eine schlanke Dame, aber früher haben sie solche Operationen mit einem Schnitt gemacht, der oft von vom Schambein am Nabel vorbei bis in den Oberbauch ging. Der hatte übrigens hier auch noch einen Schnitt von einer Gallenblasenoperation, die würde man heute auch nicht mehr so operieren. Und dann gab es hier daneben, das war jetzt eine junge Dame, da sehen Sie noch die Fäden an den kleinen Stichen, wo wir die Trokare gemacht haben. Da war in der Tat, sage ich immer, das Schwierigste eigentlich, dass wir nicht durch die Tätowierung schneiden, weil wenn Sie es nachher nicht wieder richtig zusammennähen, dann gibt es da manchmal neue Bilder und das will ja jetzt auch keiner haben. Also jetzt haben wir diese Patientin und wie gesagt, jetzt wird es ein bisschen unappetitlicher. Ich zeige Ihnen das jetzt in einem Film, was da passiert ist. Diese Frau, da sehen Sie zum Beispiel ein riesiges Divertikel, diese Blase, das sitzt interessanterweise gar nicht am Dickdarm, sondern am Dünndarm. Die hat ja auch Divertikel am Dünndarm. Und eins von diesen großen blasenartigen Divertikeln ist am Dickdarm, wahrscheinlich auch aufgrund einer Verstopfung. Das ist der Dickdarm, den Sie da jetzt sehen. Und wie gesagt, hier unten sehen Sie dann unappetitlich, oder Sie können es nachvollziehen, im Darm drin, da kommt der Stuhlgang praktisch aus dem Darm raus und das ist im Bauch drin. Das sieht wirklich schrecklich aus und ich muss da vielleicht auch noch ein paar Sachen dazu sagen. Mein Vater, der war ja auch Chirurg und der hat mir schon als Kind immer gesagt, in den Bauchraum, da kannst du reinspucken, da passiert gar nichts. Also denke ich immer dran, wenn ich dann den Stuhlgang so im Bauch rumschwimmen sehe. Wo es wirklich kritisch wird, das ist in der Bauchdecke, weil der Mensch hat ganz unterschiedliche Abwehrlagen, egal, abhängig davon, wo man hingeht. Also im Gesicht heilen die Dinge besser, am After heilen die Dinge sehr gut, weil da Durchblutung und die Abwehr sehr gut ist. Aber wo die Dinge ganz schlecht heilen, ist in unserem Fettgewebe, weil da haben wir eine ganz miserable Abwehr. Und deswegen, wenn Keime ins Fettgewebe kommen, dann gibt es meistens Abszesse oder Entzündungen im Bauchraum. Wenn wir den schön spülen und reinigen, und Sie sehen hier nebenher, was wir da gemacht haben, wir haben praktisch den Stuhlgang aus dem Loch rausgeholt und ihn dann auch eingesammelt. Ich glaube, das kommt nachher auf einem der nächsten Bilder. Wir haben praktisch das gemacht während der OP, was wir sonst vor der OP machen, nämlich das Abführen. Aber es ließ sich nicht mehr anders machen, weil Sie sehen jetzt dann in der Folge, wie groß das Loch war. Und wenn Sie ein bisschen Ihren Augenmerk hier auf die
Da oben ist das sogenannte Bauchfell. Wenn Sie sehen, wie das am Anfang überall verschmutzt und rot war. Hier drin sehen wir jetzt im Darm drin, wie im Darm drin eigentlich, der sieht da gar nicht so krank aus. Der hat eine gesunde Schleimhaut, wir haben es vorher schon mal gehört, eigentlich so, wie man es sehen will. Und was wir dann gemacht haben, wir haben mehr oder weniger, hier sehen Sie das große Loch nochmal, jetzt ist der Stuhlgang raus und wir haben es unten im Becken, das ist praktisch im Waschbecken, wäre das der Ausguss unten, im Becken haben wir den ganzen Stuhlgang gesammelt und haben es dann anschließend mehr oder weniger mühsam mit einem Plastikbeutel, den wir in den Bauch reinwerfen, haben wir es eingesammelt. Jetzt muss ich noch was dazu sagen, alles was Sie hier sehen bei diesem minimalinvasiven Operieren, haben wir Kameras, mit denen im Bauch alles 3, 4, 5 Mal größer dargestellt wird, als es in Realität ist. Also zum Beispiel dieser Trokar, den Sie da auf der Seite gesehen haben, der ist dann höchstens 1 Zentimeter im Durchmesser. Und der Beutel ist auch nicht so groß. Aber wir haben diesen Beutel da reingeworfen und haben dann begonnen, den Stuhlgang einzusammeln und in den Beutel zu bringen. Das ging dann teilweise auch ganz gut, aber teilweise waren die Stuhlkotbollen nicht so griffig, sodass es dann auch, ich erspare Ihnen den Rest, es war mühsam, das einzusammeln. Auf jeden Fall war es dann irgendwann in dem Beutel drin. Und dann haben wir Instrumente, mit denen wir so einen Bauchraum ausspülen können. Wir tun da literweise, neulich habe ich in der Nacht operiert, habe ich 15 Liter Wasser rein rausgespült über so einen kleinen Spül-Trokar, wie man das nennt, das da unten ist die Spülung und da saugt man und spült und saugt und spült, bis der Bauchraum so sauber ist, dass der Körper das selber oder mit Hilfe von Antibiotika dann wieder heilen kann. Und dann, nachdem wir also zuerst mal die Aufräumarbeiten gemacht haben, kam dann das, was wir eigentlich bei jeder Darm-OP nämlich machen. Wenn wir dieses Stück Darm, das war dann das, was wir am Ende entfernt haben, dann müssen wir, Sie sehen hier die schwarzen Linien, das sind die Blutgefäße, die zu dem Darm führen. Nun ist es so, dass der Darm ähnlich wie bei einem Baum die Äste Abschnitte hat, die astweise von Blutgefäßen versorgt werden. Und diese Blutgefäße, die versorgen dann immer einen Darmabschnitt. Und dann müssen Sie, wenn Sie das Blutgefäß, also jetzt war in diesem Fall natürlich nicht eine Krebserkrankung, deswegen kam es nicht so sehr darauf an, dass wir hier Blut- und Lymphbahnen entfernen. Aber wir machen die gleichen Operationen ja auch bei Krebsoperationen. Da kommt es ja auch immer darauf an, dass wir dann möglichst riesige Sicherheitsabstände machen, weil wir wollen ja den Patienten nicht nur von dem Krebs Geschwür befreien, sondern wir wollen auch sicherstellen, dass er nicht in der Umgebung Zellen hat, die dann von mir aus nach einem Jahr oder einem halben Jahr wiederkommt. Also wir haben jetzt diesen Abschnitt frei präpariert und auch von Blutgefäßen befreit. Das ist hier Verschluss der Blutgefäße, das springen wir ein bisschen. Die werden hier zum Teil mit Clips, zum Teil mit Hitze verschlossen und durchtrennt. Das sind die Blutgefäße, die jetzt diesen Abschnitt vom Darm versorgen. Wenn wir also einen Krebs operieren würden, dann könnten wir hier eben auch nicht nur die Blutbahnen, um die geht es uns gar nicht so sehr, sondern es geht uns eigentlich um die Lymphknoten, die an den Blutbahnen dran sind. Aber Sie sehen hier sehr viel mehr und sehr viel Detail, sehr viel mehr, als wir bei der offenen Operation sehen. Sie müssen sich immer vorstellen, wenn Sie in den Bauch und vor allem unten ins Becken runter operieren, dann haben Sie bei der offenen Operation immer irgendwie die Hände vor Ihren Augen. Selbst wenn Sie die kleinsten Hände der Welt haben, sind die trotzdem hier unten immer vor den Augen. Wenn Sie jetzt aber die Optik in den Bauch bringen, dann ist das Auge, sprich die Kamera und die Optik, direkt ganz unten im Becken. Sie können sie bis ganz vorne hinführen und sehen dann Dinge, die wir früher beim offenen Operieren überhaupt nie gesehen haben. Jetzt ist dieser Essdarm beweglich und mobil. Sie sehen den gesunden Abschnitt hier oben. Jetzt kommen wir zu dem Loch hier. Das ist das riesige Loch, wo das Divertikel durchgebrochen ist und wo der Stuhlgang rausging. Sie merken vielleicht auch, dass der Bauch in der Zwischenzeit deutlich sauberer geworden ist, weil wir halt mit viel Wasser schon gespült haben. Sie sehen immer noch hier, wie diese Rötung am Bauchfell, das entspricht der Bauchfellentzündung. Und dann haben wir jetzt hier unten den Rest vom Mastdarm, wo es also zum After wieder rausgeht. Und hier werden wir jetzt das Stück Darm freilegen und freipräparieren und dann auch verschließen. Das zeige ich Ihnen noch einmal hier schematisch. Also wenn Sie sich noch einmal dieses Viereck vom Dickdarm anschauen, was ich Ihnen ganz am Anfang schon mal dargestellt habe, dann sind wir jetzt hier unten so etwa 15 cm vom After entfernt hier unten. Und jetzt wird hier der bereits beweglich gemachte Abschnitt, dieser S-Abschnitt, wird dann hier unten verschlossen und zugeklammert.
Und das passiert mit einem Gerät, das sehen Sie hier, kommt von der Seite rein. Das ist ein Gerät, was den Darm praktisch mit Klammern verschließt, und zwar drei in jede Richtung, und dann in der Mitte mit einem Messer durchfährt, sodass wir danach zwei Enden haben. Also hier wird es zugemacht. Und dann, wenn man es wieder aufmacht, hier sehen Sie übrigens auch in der Vergrößerung, sehen Sie drei Klammernaht rein oben, drei unten und in der Mitte so eine Schiene, wo dann das Messer durchfährt. Und dann das Resultat ist, dass Sie zwei verschlossene Darmenden haben, die mit diesen Klammern dicht und verschlossen sind. Jetzt spielt es natürlich in dem Eingriff keine so große Rolle, weil wir haben die Verschmutzung vorher schon gehabt, die Schweinerei war schon, wie wir reingekommen sind. Aber normalerweise erreichen wir damit natürlich, dass aus dem Darm keine Keime und kein Stuhlgang nach außen kommen. Das wollen wir ja eigentlich bei so einem Eingriff. Jetzt sehen Sie das noch einmal in der Filmsequenz, und zwar bei dieser Patientin. Übrigens, wenn Sie sich wundern, ob es da drin schneit oder was da immer so für ein Rauch drin ist, das ist kein Rauch, sondern das ist Dampf. Wir arbeiten relativ viel mit Hitze, wir verschließen Blutgefäße mit Hitze, und weil unser menschlicher Körper zu einem Großteil aus Wasser besteht, ich glaube mehr als die Hälfte sogar, deswegen, wenn Sie irgendwo Hitze am Gewebe anbringen, dann steigt da Dampf auf, und der ist immer irgendwo hier im Raum, das schlägt sich dann aber wie ein Nebel auch wieder nieder. Jetzt haben wir mit diesem Klammergerät das hier durchgeklammert und auch durchgeschnitten, und dann fallen die zwei Enden auseinander, so wie ich es Ihnen vorher gezeigt habe. Und dieses Gerät ist jetzt leider ein Gerät, was wir hinterher wegwerfen. Teures Gerät, aber Sie können dieses Gerät nicht mehr auseinandernehmen. Das heißt, das ist so aufwendig gemacht, dass Sie das nachher nicht mehr zerlegen können. Nur jetzt nochmal kurz schematisch. Wir haben verschiedene Stiche, wo wir Kamera und Instrumente drin haben. Da ist der Bauchnabel. Und hier in der Leiste brauchen wir jetzt doch einen kleinen Schnitt. Der ist zwar sehr klein, aber an irgendeiner Stelle müssen wir den Darm ja rausholen. Das ist jetzt dieser Schnitt hier unten. Und über diesen Schnitt, der dann 5, 6 cm lang ist, so ähnlich wie früher die Blinddarmschnitte, wenn sie klein waren. Über den können wir theoretisch alles, was wir innen drin beweglich gemacht haben, rausholen. Das heißt, wir machen über diesen kleinen Schnitt zum Beispiel auch diese vorher mal kurz erwähnten Operationen, wo man den gesamten Dickdarm entfernen muss, aus entzündlichen Gründen oder auch anderen Gründen, wenn der Krebs vorliegt. Und hier sehen Sie dieses lange Stück, was jetzt hier rauskommt, und das wird dann wieder über einem speziellen Klemme abgesetzt. Und jetzt kommt ein Gerät, das ist ein altes Gerät, aber die sehen neu auch nicht viel anders aus. Und zwar besteht es aus zwei Teilen, ein sogenannter Basisteil, der wird wie bei der Darmspiegelung hinten durch den After eingeführt, und einen Kopfteil da oben, den man abnehmen kann. Und dann sehen Sie jetzt im Querschnitt hier den Patienten, das sind die Pobacken, das ist der After. Im Querschnitt, also der liegt auf dem Tisch, und das ist das Steißbein und das, die Kreuzbeinhöhle. Und dann ist das obere Ende vom Darm, was wir abgesetzt haben, und das untere Ende. Und da kommt durch den After, wird dieses Gerät eingebracht, und der Kopfteil wird oben reingenäht, und dann werden die innen miteinander verbunden. Und auf diese Weise, hier wird der Kopfteil reingebracht, auf diese Weise können Sie dann, das wird dann in die Bauchhöhle rein geworfen, können Sie dann innen eine Verbindung von den beiden Darmenden machen an einer Stelle, die wir sonst nicht mehr hinkommen würden. Jetzt sehen Sie also, wie über den Stumpf dieses Klammergerät von hinten eingeführt und durch die Klammernaht durchgespießt wird, und dann kommt von der anderen Seite kommt das obere Teil draufgesetzt, und dann schraubt man es zusammen. Also hier wird das obere aufs untere, da sehen Sie in der Tiefe das untere Teil, und der Kopf wird dann hier draufgesetzt. Ich muss es jetzt ein bisschen raffen, und jetzt sehen Sie den Film nochmal. Das ist der Stumpf, der kommt jetzt über den After, kommt das Gerät rein, und dann wird da durch die vorher gesetzte quere Klammerreihe, wird jetzt der Dorn hier durchgedreht. Sie sehen das, wie das hier rauskommt. Genau. Und dann wird das obere Teil gefasst und da drauf gesetzt, und dann schraubt man es wieder zusammen, und dann wird es rund geklammert. Und dieses Rundklammern produziert dann innen so Geweberinge, die rausgestanzt werden. Die werden auch wieder, wir haben ja auch Neudeutsch in der Chirurgie natürlich, die werden Donuts genannt. Also für diejenigen, die das nicht kennen, das ist ein Gebäck mit einem Loch in der Mitte. Und es geht so ähnlich wie bei dem Weihnachtsgebäck halt, dass man es ausstanzt. Es klammert außenrum, wenn es zusammengeschraubt wird.
und stanzt den überstehenden Gewebeteil heraus. Ich lasse es jetzt mal kurz noch zu Ende laufen, dass Sie das verfolgen können. Wird zusammengefügt. Sie sehen auch jetzt, dass dieser Darm, der hier dazukommt, relativ gesund aussieht. Der muss natürlich richtig gedreht sein und darf nicht verdreht sein, sonst haben Sie hinterher Spiralstuhlgang. Also das ist übrigens jetzt nur ein Witz, aber den mache ich immer an dem Punkt, weil ich sehen will, ob die Leute noch wach sind. Aber das kann ich jetzt leider auch nicht, weil sie alle auf der anderen Seite von dem Bildschirm sind. Aber ich sage es einfach trotzdem an. Da wird es geklammert. Und dann wird das Gerät hinten wieder rausgezogen und die Verbindung ist jetzt beieinander. Sie sehen, der untere Teil ist so ein bisschen düsterrot noch, weil da die Oberfläche so in der Entzündung in dem Stuhlgang drin lag. Der obere Teil sieht rosiger und gesünder aus. Und dann gibt es abschließend noch eine Untersuchung. Das ist so ein bisschen wie wir früher, also früher, bevor man sich gleich einen neuen Schlauch gekauft hat, hat man ja bei einem Fahrrad, wenn ein Loch drin war, mal gesucht, wo das Loch war und hat es geflickt. Heute kennen das wahrscheinlich nicht mehr so viele. Aber dieses Loch, das wollen wir natürlich nicht finden, sondern ausschließen. Und da machen wir einen sogenannten Bubble-Test. Das heißt, wir halten den Darm zu, füllen da unten alles mit Wasser auf und dann bläst einer hinten über den Po Luft in diesen Darm rein. Und wenn da keine Bläschen aufsteigen, dann wissen wir, dass zumindest zu dem Zeitpunkt alles dicht ist. Das ist übrigens das Hauptproblem bei diesen Operationen, dass wir Sorge haben, dass, sehen Sie, jetzt ist er aufgeblasen, es gibt keine Bläschen. Also wir gehen davon aus, es ist alles dicht. Und tatsächlich hat diese Patientin auch ohne künstlichen Ausgang diese Operation, ohne Entzündungen oder irgendwas anderes, sehr gut überstanden. Muss aber nicht jedes Mal sein, leider. Den Rest kann ich Ihnen ein bisschen ersparen. Ich habe es im Prinzip schon erwähnt. Die Methoden sind toll, aber sie sind teurer. In der Zwischenzeit hat natürlich auch die Krankenkasse verstanden, dass es unterm Strich dann wahrscheinlich doch einiges billiger ist, wenn die Patienten schneller heimkommen, wenn sie weniger häufig wiederkommen, wenn sie schneller wieder bei der Arbeit oder auch bei ihren Hobbys sind. Und insofern lohnt sich der Aufwand, den wir während der OP machen, weil der sich danach vielfach bezahlt. Und deswegen möchte ich mich jetzt auch für die Geduld bedanken so spät und würde wahrscheinlich die Fragerunde eröffnen oder... Frau Hiller, Sie übernehmen die Regie und ich setze meine Maske wieder auf. Moment. Also vielen herzlichen Dank für diese Einblicke in den Bauchraum. Darf ich Sie beide jetzt wieder dann hierher bitten? Und tatsächlich haben uns jetzt einige Fragen erreicht und wir eröffnen unsere Fragerunde. Ein Betroffener mit einer schweren Colitis ulcerosa schreibt: Was sind Ihrer Meinung nach die Ursachen für eine chronisch entzündliche Darmerkrankung? Wird die Ursache in der Zukunft gefunden werden? Und welche Behandlungen können in Zukunft eine Rolle spielen? Und wie sind die Aussichten auf eine Heilung? Ja, also natürlich hoffen wir irgendwann auch die Colitis ulcerosa und auch den Morbus Crohn heilen zu können. Im Moment können wir das noch nicht, aber wir haben gute Medikamente, die große Aussicht auf auch dauerhaften Ruhezustand gewähren, schon in der Pipeline. Und man muss sagen, ja, eine Ursache, es gibt leider nicht eine. Es sind halt leider wirklich viele verschiedene Ursachen, die dazu führen, dass so eine Erkrankung entsteht. Die eine ist, dass man einen genetischen sozusagen, ja, Hintergrund hat. Das heißt, man hat in die Wiege gelegt bekommen, eine Veranlagung. Das ist nicht so wie eine Direktvererbung von Augen- oder Haarfarbe, sondern einfach eine Veranlagung. Die können vielleicht wir alle drei haben und wissen das gar nicht, weil wir es nie getestet haben. Und die muss nie im Leben zu Ausbruch kommen. Aber es kann dann sein, dass es halt durch verschiedenste Dinge, Umweltfaktoren, andere Erkrankungen, die man vielleicht mal hat, sogenannte Triggerfaktoren, wie ein Lichtschalter angeschaltet wird. Und dann kommt es eben dazu, dass der Darm, der normalerweise uns schützt, der Darm ist unser größtes Immunorgan, dann halt nicht so funktioniert, wie er soll, weil nämlich die Darmbarriere, die Darmschleimhaut, die ist dann durchlässig. Das nennt man einen Defekt der Darmbarriere. Und dann kommt es eben zu diesen Ungleichgewichten von diesen Entzündungsbotenstoffen, dazu, dass wir nicht mehr genügend Artenvielfalt bei den Bakterien haben und dann kann es zu Entzündungen kommen. Also man muss sich das vorstellen, der Darm will uns eigentlich schützen. Der denkt, es kommen immer Angreifer, so wie beim Magen-Darm-Infekt von außen und dann macht er Entzündung, damit ganz schnell die bösen Angreifer wieder aus dem Körper sind. Und das kennen wir alle, wenn wir dann Durchfall haben oder Bauchschmerzen. Jetzt ist aber gar kein Angreifer da, das heißt, diese Darmbarriere ist defekt, macht Action, will uns tun, gibt aber eigentlich nichts zu tun und hört dann nicht mehr auf. Und deshalb müssen wir das unterstützen dann mit den Medikamenten und dafür sorgen, dass das Immunsystem dann wieder ausgeglichen ist.
Und wie gesagt, noch kann ich nicht sagen, wann wir soweit sein werden mit einer Heilung. Aber die Forschung ist sehr weit. Wir gehen immer weiter dahin, dass wir wirklich schauen, für welchen Patienten sind welche Medikamente geeignet und das ganz genau untersuchen, auch auf Genebene und eben auch mit den Medikamenten. Ein Patient nach 40 cm Darmentfernung fragt, wie kann ich meine Ernährung anpassen, um eine erneute Infektion zu vermeiden? Welche Lebensmittel sind erlaubt? Auf welche sollte ich besser verzichten? Oh, eine ganz wichtige Frage. Ich glaube, Klaus, ne, das haben wir beide in unseren Sprechstunden immer, wenn weg ist. Natürlich muss man die Ernährung dann richtig gut anpassen. Ich glaube, es ist klar, wenn so Darm weg ist, dass zu Anfang nicht alles wie funktioniert. Das Gute ist, selbst wenn Dünndarm weg ist, dass der Körper so klug ist, dass er nach einer Zeit sich anpasst. Also wenn ich zu viel, also wenn ich noch mehr als einen Meter dann verloren ist oder zwei Meter, dann wird es schwieriger. Aber dann muss man halt nachhelfen mit Nährstoffen, mit Vitaminen, mit Spurenelementen und schauen, dass der Stuhl so ein bisschen eingedickt wird, damit man nicht zu schnell rausgeht. Wobei, ich weiß nicht, ob es jetzt hier um Dickdarm oder Dünndarm ging, aber wahrscheinlich, so wie es sich anhört, war es wahrscheinlich Dickdarm. Und da sage ich dem Patienten ja zunächst mal immer, dass der Dickdarm eigentlich nichts anderes macht, als den Stuhlgang einzudicken. Das heißt also, der Dickdarm nimmt gar keine Nährstoffe auf. Insofern ist es bei den meisten Menschen, so wie ich es erfahre, ist es kein großer Nachteil, wenn 40 cm fehlen, weil das ist vielleicht nicht wissenschaftlich, aber ich sage immer, wenn uns der liebe Gott heute nochmal erfinden würde, würde uns wahrscheinlich mit der Hälfte vom Dickdarm ausstatten, weil so wie wir heute essen und leben, ist der eigentlich zu lang für das, was wir eigentlich so an Essen zu uns nehmen, weil das alles so raffiniert ist, dass der ganze Ballast und der Dreck meistens fehlt. Also selbst die Leute, die jetzt sich von mir aus mit Natur oder Rohkost ernähren, die haben wahrscheinlich immer noch weniger Stuhlgang als die, die vor ein paar hundert Jahren oder die Naturvölker, wie die gelebt haben, weil man dann halt alles von einem Baum gegessen hat, nicht nur die kleine rote Frucht, die da jetzt heute noch runterkommt. Also da würde ich erstmal ein bisschen beruhigen, weil das die 40 Zentimeter, das hört sich immer dramatischer an, denke ich mal, als es am Ende dann ist. Aber genau, einmal gucken, ne? Dick- oder Dünndarm, dass man da schaut, was es ist. Wir haben die Frage eines Lesers. Meine Tochter erhält alle 8 Wochen Inflectra Infliximab als Erhaltungstherapie, da es sich dabei um eine immunsuppressive Behandlung handelt. Meine Frage dazu. Wann ist der beste Zeitpunkt, um gegen Corona geimpft zu werden? Gleich nach Erhalt der Infusion, in der Mitte oder gegen Ende der Therapie? Also eigentlich sagen wir immer, wenn Impfungen da sind oder auch Eingriffe beim Zahnarzt oder irgendwas, immer in der Mitte möglichst des Infusionsintervalls machen, das ist immer am besten. Also auch für die Impfung würde man empfehlen, in der Mitte des Intervalls möglichst den Zeitpunkt zu suchen. Okay. Thema Impfen beschäftigt einige gerade. Uns auch. Ja, uns auch, gell? Welcher Impfstoff gegen Covid-19 ist am besten geeignet für Patienten mit einer CED? In meinem Fall Colitis ulcerosa. Therapie mit Salofalk. Ja, das ist, können wir gar nicht beantworten, weil es da noch gar keine Erfahrungen zu gibt. Man muss sagen, welcher ist besser als der andere? Auch das wissen wir nicht, muss man ehrlicherweise sagen, weil es dazu auch noch keine Fakten gibt im Vergleich. Wichtig ist, glaube ich, nur, dass sie sich impfen lassen. Mit welchem Impfstoff ist eigentlich im Moment zweitrangig? Weil wir können es nicht beeinflussen, wenn wir ehrlich sind. Noch haben wir keine Wahlmöglichkeiten. Die wird es hoffentlich irgendwann geben, aber im Moment noch nicht. Da müssen wir alle nehmen, was wir kriegen. Und wichtig ist einfach, geimpft zu sein, weil wir sehen auch schon, dass bei den älteren Menschen in Pflegeheimen, die alle schon geimpft sind, dass wir da deutlich weniger schwere Verläufe sehen als noch im letzten Jahr. Also scheint doch da sich was zu tun, auch wenn man sich durchaus vielleicht noch anstecken kann, aber nicht so schwer, wo wir es sehen. Also auf jeden Fall impfen. Mit was ist eigentlich im Moment leider, stellt sich da nicht die Frage. Und gleich noch eine Frage zum Thema Impfen. Was halten Sie von den normalen Impfungen, also jetzt im Zusammenhang einer Erkrankung? Normale Impfungen zum Beispiel Hepatitis, Tetanus, Diphtherie und so weiter. Was muss hierbei beachtet werden?
Also alles, was Totimpfstoffe sind, und das ist Hepatitis, das ist Tetanus, Diphtherie, das ist auch Grippeschutzimpfung, die dürfen und sollen auf jeden Fall regelmäßig aufgefrischt werden. Dabei ist eigentlich genauso zu beachten, möglichst im Intervall, wenn Sie eine Medikation bekommen, die sozusagen alle 8, alle 4 Wochen oder alle 2 Wochen gegeben wird. Und sonst brauchen Sie da erfreulicherweise nicht zu beachten. Aber Lebendimpfung, da müssen Sie vorsichtig sein. Das kann sein, wenn Sie zum Beispiel Gelbfieber geimpft werden müssten, wenn Sie nach Brasilien oder in andere Länder einreisen, weil das ist dann schwierig. Da sollten Sie genau nochmal mit Ihrem Facharzt, Fachärztin Rücksprache halten und das nochmal genau schauen. Also ich hatte es auch schon, dass betroffene Geologen, die hatten halt eine Therapie auch mit Antikörpern und mussten dorthin. Und da musste man dann halt schauen, dass wir Reiserouten wirklich mit aus Paldovern, wo man möglichst nicht in Gebieten ist, wo das endemisch ist. Aber man kann sein, dass man eventuell gar nicht ins Land einreisen darf. Gut, hier ist die Frage von einem Vater, von einem Kind, 9 Jahre alt, Colitis ulcerosa, der Darm 38 cm entzündet. Ich habe viel über die Darmflora in Verbindung mit einer Stuhltransplantation gelesen. Falls diese gestört ist, beziehungsweise auch Colitis-Patienten wurden damit nachweislich geheilt. Wäre dies ein Ansatzpunkt für meinen Sohn, beziehungsweise ist diese Behandlung auch bei Kindern möglich? Also einmal, leider heilen können wir sie nicht. Also der fäkale Mikrobiomtransfer, so heißt das dann richtig, also das, was man umgangssprachlich als Stuhltransplantation bezeichnet, ist noch bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen im Entwicklungsstadium. Weil wir einfach sagen müssen, das ist nicht mal so eben, wie man das teilweise im Internet sieht. Da finden Sie ganze YouTube-Videos mit Poop my Stuhl, also wie da wirklich so Klismen mit eingerührtem selbst einen Stuhlauflauf gemacht werden. Am Gottes Willen, bitte sowas nicht machen, weil das ist ganz gefährlich. Sie würden sich ja auch nicht einfach eine eigene Leber transplantieren. Und so ist das, weil das Mikrobiom spielt eine ganz große Rolle bei allen anderen Vorgängen, bei Alzheimer, Parkinson, Demenz, und Sie wollen nicht nachher irgendeine andere Erkrankung bekommen und haben vorher CED, und Heilung ist es leider auch nicht. Wir sehen in Studien, es ist sehr noch ambivalent. Es ist auch nicht einheitlich so, dass man sagt, dass es wirklich wirksam ist. Das wird erst noch die Zeit zeigen. Weiteren Studien, die sind im Moment alle außer Gefecht gesetzt durch die Pandemie, was tatsächlich den fäkalen Mikrobiomtransfer anbelangt. Denn der Stuhl muss dann auch in richtigen Stuhlbanken, der wird richtig als Organ praktisch betrachtet und muss mindestens 6 Monate einlagern. Also das darf gar nicht mehr so in Praxen gemacht werden, das wäre nicht mehr zulässig, sondern nur im Rahmen von klinischen Studien und dann unter wirklich guten Bedingungen. Spannend wird es, das haben wir demnächst auch bei uns als Studie, wo man dann eben nicht mehr sozusagen den ganzen Stuhl nimmt, sondern einzelne Bakterienbestandteile, auch nicht die Bakterien selber, die man verkapselt, dann sozusagen zu sich nimmt. Ein großer Aufwand, weil das schon als Medikament, als Arzneistoff gilt. Das war sehr aufwendig herzustellen. Also da gibt es bald eine Studie und dann werden wir da, denke ich, ein bisschen weiter sehen, wer da Interesse hat. Da kann sich dann gerne melden und schauen, ob er in diese Studie hineinpasst. Ein Patient nach einer Karzinom-OP fragt, kann bei täglichem Darm- und Stuhlgangsproblemen ein künstlicher Darmausgang eine Möglichkeit sein? Ja, sagen wir mal, das kommt darauf an, wo der Darmkrebs saß. Also es gibt schon Leute, die haben diesen Krebs sehr nahe am Ausgang und dann kann man entweder gar nicht mehr wieder anschließen und rekonstruieren, sodass man von vornherein einen künstlichen Ausgang braucht, wenn man wirklich den Krebs heilen will, also radikal sein will. Und dann habe ich leider auch schon sehr viele Patienten erlebt, bei denen dieses Wiederanschließen von der Funktion her dann doch so viel Kompromiss und Einbuße dargestellt hat, dass die an irgendeinem Punkt dann gesagt haben, lieber einen künstlichen Ausgang. Und aus meiner Warte sage ich jetzt mal nach 35 Jahren Chirurgie, ich habe noch nie irgendjemanden erlebt, der nicht nach so einer Operation, also künstlichen Ausgang, gesagt hätte, es ist nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Niemand will so einen künstlichen Ausgang und ich will es auch niemandem verkaufen, aber es ist bei weitem nicht so schlimm, wie sich das für die Leute darstellt. Es kann für manche ein regelrechter Segen sein, können sich ganz banal vorstellen, wenn sie einen natürlichen Ausgang haben, den sie nicht richtig kontrollieren können, dann leben sie mit Windeln. Oder sie sehen, wissen, wie wir vorher schon gesagt haben, in jeder Stadt, wo welches Klo steht. Wenn sie einen künstlichen Ausgang haben, ist das unnatürlich, aber sie können das mit den heutigen Beutelsystemen sehen, kontrollieren und das ist oft hygienischer als ein natürlicher Ausgang, der nicht richtig funktioniert.
deswegen ja, kann eine gute Alternative sein. Danke. Eine Patientin mit Morbus Crohn fragt, wenn man Azathioprin bei Morbus Crohn aus ärztlicher Sicht absetzen soll, was ist dann die Alternative? Also sie schreibt, ja, das Medikament ist krebserregend, aber ich habe mit AZA die Krankheit gut im Griff und dadurch eine höhere Lebensqualität. Möchte durch das Absetzen keinen Schub riskieren. Soll man sich impfen lassen, wenn man den Immunblocker AZA nimmt? Dann noch die also Frage. Einmal noch, was ich auch vorhin schon sagte, wenn Sie gut laufen unter Azathioprin, nicht einfach eine Medikation beenden, die gut läuft, sondern dann erstmal in Rücksprache sehen, ob wirklich alles in Ruhe ist, mit einer Darmspiegelung, mit Entzündungswerten, Ultraschall. Und wenn alles wirklich in einer tiefen Ruhephase ist und Ihnen geht super, dann kann man mal überlegen, dass man das Azathioprin tatsächlich mal reduziert oder auch absetzt und dann schaut man. Man kann da ja jederzeit, wenn Sie gut angesprochen haben, das auch wieder Ihnen geben oder auch eben dann andere Therapien benutzen. Aber ich würde es jetzt nicht aus Angst einfach absetzen, wenn man darunter gut läuft, aber wenn es jetzt schon einige Jahre da ist und Sie in Ruhe sind, dann kann man tatsächlich darüber nachdenken. Und impfen generell, das hatten wir schon. Ich glaube, jeder, der die Möglichkeit hat, sich impfen zu lassen, sollte sich impfen lassen. Das ist ganz wichtig, denn nur so können wir irgendwann die Pandemie vielleicht mal einigermaßen in den Griff bekommen. Ein Patient mit Colitis ulcerosa fragt, welche Alternative gibt es zu Klysmen, also Einlauf und Cortison? Also ich hoffe, dass das ein bisschen durch den Vortrag eigentlich auch dann rübergekommen ist. Das waren die so Fragen, glaube ich, die auch vorher schon gestellt waren, bevor der Vortrag da war. Also Einläufe sind halt immer gut, wenn man Entzündung hat im unteren Bereich des Enddarms bis zum S-förmigen Darm. Da kommen die hin, aber weiter kommen die nicht. Und wenn man Entzündung halt im Rest des Darms auch hat oder im Dünndarm, da kommen Einläufe gar nicht hin. Und da muss man dann eh andere Medikamente noch nehmen. Und Cortison, wie ich auch schon gesagt habe, ist halt ein Medikament für einen kurzzeitigen Verlauf sehr gut, aber nie langfristig. Und da sollte man doch die modernen Medikamente nehmen, die ja gar nicht mehr so modern sind, wenn man bedenkt, dass sie schon über 20 Jahre eigentlich zugelassen sind. Und wir sehr gute Erfahrungen haben, übrigens auch schon für Kinder zugelassen. Und naja, das ist halt auch schon ein gutes Zeichen, weil eh was für Kinder zugelassen wird, das braucht Zeit. Und das heißt nicht, dass es, ja, das heißt nicht, dass Bonbons sind. Es hat alles seine Nebenwirkungen und auch Wirkungen, aber da hat man dann gute Alternativen statt das olle Cortison. Okay. Welche Maßnahmen kann ich für eine effektive Vorsorge treffen, um Darmerkrankungen am besten zu vermeiden? Ah. Koloskopie. Wenn alle Leute zur Koloskopie gingen, dann wäre ich arbeitslos im Punkto Krebs, weil dann gäbe es keine mehr. Und die gute Ernährung. Und die gute Ernährung. Ja. Und da können wir natürlich immer weitermachen, rauchen und was, alle, die wir Sport, sind ja immer sich für sportlich für die betätigen. Unangenehmen Dinge zuständig, allen alles verbieten. Obwohl ich immer sage, so alles verbieten nicht. Auch wenn man sich gesund ernährt, heißt das ja schon, dass man durchaus auch mal ein paar leckere Tage einlegen kann und man darf sich auch mal in Chips oder Fastfood oder auch mal die Schokolade gönnen. Nur nicht jeden Tag. Alles in Maßen. Ja, ja. Und dann funktioniert das auch. Aber wenn man sich Darmspiegelung dann ist sicherlich, also denke ich mal, natürlich. Oder kann man und sagen. Ja, natürlich, und absolut, das Nonplusultra. Darmspiegelung, dann ab welchem Alter? Also jetzt, wie es so von den gesetzlichen Krankenkassen gesehen wird, oder haben Sie da eigentlich so jetzt eine andere Meinung? Also ich mache es ja nicht, dann sage ich mal was dazu. Also im Prinzip, das Beste wäre, wenn man sie jedes Jahr machen würde, bei jedem in Deutschland, aber das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das gibt es einfach nicht. Das ist so, wie wenn Sie am sichersten wären, wenn Sie immer durch die Stadt im Panzer fahren würden. Dann bräuchten Sie auch keine Sicherheitsgurte. Aber es gibt halt praktikable Dinge und Dinge, die man sich gern wünschen würde. Und deswegen hat man aus der Statistik heraus einfach geschlossen, dass das Risiko steigt, je älter wir werden. Und so bietet man es jetzt, glaube ich, ab 50 an. Und wenn jetzt jemand natürlich in der Familie einen Krebs schon mal hatte, bei Eltern, Vater, Mutter, Geschwister, dann sollte er natürlich lieber früher gehen. Aber da hast du sicher noch was Fachmännisches absolut, dazu. Absolut, das ist das Gleiche, nur bei CED, wenn man jetzt eine chronisch entzündliche Darmerkrankung hat und man muss dauerhaft Medikamente nehmen, dann sage ich tatsächlich auch, wenn dann lieber einmal im Jahr zur Krebsvorsorge, dass man auch guckt, sind die Medikamente noch, wirken die alle gut? Und wenn man dann auch noch Komplikationen hat oder andere, wie so eine PSC, wer das hat, weiß das, so dann hat man eh ein erhöhtes Risiko auch mal für einen Darmkrebs. Und da sollte man definitiv jedes Jahr, und ich weiß, es ist furchtbar, nicht die Spiegelung, die verschlafen Sie. Das ist toll. Aber die Vorbereitung, das ne? Vorher, Boah, das kann Ihnen keiner nehmen, aber
ich sag mal, dann Augen zu und durch. Ich habe selber es auch schon gemacht, einfach irgendwann Nase zuhalten und einfach nur noch trinken und dann ist gut. Und wir haben ja neue Sachen, ne? Man braucht nicht immer so viel trinken. Es wird ein bisschen angenehm, aber ganz angenehm wird es nie. Zwei kleine Teile und dann so 4 Liter Wasser oder Tee, das schafft man. Ja? Okay. Eine weitere Frage, müssen die Medikamente ein Leben lang genommen werden? Also nein, sollen, also das wäre ja schlimm für manche Patienten vielleicht, das muss man sehen, oder nicht immer die gleichen, vielleicht andere, aber bei den meisten Betroffenen können wir tatsächlich die Medikamente auch absetzen und deshalb ist so rechtzeitig anfangen das Wichtigste und genau gucken, für wen passt was, dass man dann nicht dauerhaft Medikamente nehmen muss. Das wollen wir natürlich alle nicht und es soll auch Ziel sein, irgendwann mal ohne Medikamente auszukommen. Wegen einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung war bereits eine OP notwendig. Kann es sein, dass der Patient nochmals operiert werden muss bei fortschreitender Erkrankung? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube schon, wenn man mal den Zyklus eröffnet. Übrigens sind wir uns, glaube ich, beide einig, dass das mit ein Hauptgrund ist, warum das Minimalinvasive hier bevorzugt werden sollte, weil wir wissen, wenn einer einmal eine große offene OP hat, da sind unter anderem die Folgen schwere Verwachsungen und Veränderungen im Bauchraum, die das Wiederoperieren viel schwieriger machen. Das Minimalinvasive zeichnet sich jetzt am allerwenigsten eigentlich dadurch aus, dass es kleine Schnitte hinterlässt. Das ist zwar das, was der Patient sieht, aber was das Minimalinvasive eigentlich macht, ist, was innen drin passiert, das heißt, was nicht passiert. Da gibt es viel weniger Verwachsungen und Vernarbungen und Trauma im Bauchraum. Und deswegen, wenn es Patienten sind, die absehbar in ihrem Leben vielleicht wieder operiert werden müssen, dann spricht es umso mehr dafür, dass man sie nicht gleich beim Ersteingriff traumatisiert, sondern dass man so minimal wie möglich nur das Trauma macht, weil halt leider bei quasi Crohn-Patienten und vielleicht auch Colitis ja eben das doch so ist, dass die oft mehrfach operiert werden. Manche müssen es gar nie, weil die Medikamente sind fantastisch, die es da zum Teil gibt. Aber andere ist halt so, dass es, wenn die Medikamente nicht ausreichend helfen, dass sie dann öfters auch beim Chirurgen landen. Und ich denke, da ist es auch ganz wichtig, dass man ganz eng miteinander arbeitet. Und das ist nämlich so wichtig. Das heißt, dass man auch sieht, wenn man mal operiert worden ist, da hat man ganz recht, neigt man dazu, dass es an der gleichen Stelle, ist, wie eine Sollbruchstelle, vielleicht dann wieder auch Entzündung kommt. Und deshalb muss man dann antientzündlich behandeln, auch nach der Operation sehr zügig, damit es dann nicht wieder zur Entzündung kommt und dann nicht so Lamitechnikmäßig der Darm immer weniger wird. Und das ist eben, was der hervorragende Chirurg auch minimalinvasiv eben macht. Man nimmt nämlich nicht große Stücke Darm weg, sondern macht ganz tolle Techniken wie mit, ich kann das gar nicht, das musst du dann sagen, also einfach wirklich längs aufschneiden, dann wieder quer zusammennähen, ohne dass man überhaupt Darm entfernt oder nur ganz, ganz wenig. Und solche ganz tollen Sachen macht Herr Kraft. Und das sind, glaube ich, die Voraussetzungen, dass man eben nicht viel Darm verliert, falls man doch nochmal Operationen in seinem Leben haben muss. Ziel ist es, dass wir das nur machen, wenn es nicht anders geht, oder? Es ist nicht wie beim Krebs auf jeden Fall halt, weil beim Krebs ist es tatsächlich so, dass man bei der ersten Operation lieber klotzt als kleckert. Das heißt, da ist es wichtig, dass man gleich so viel wie möglich Sicherheitsabstände gewinnt. Bei so entzündlichen Erkrankungen, wie wir es jetzt heute Abend gehört haben, die eigentlich auch nicht geheilt werden, sondern die Gefahr haben, dass sie wiederkommen, da ist es wichtig, dass man nicht mehr Darm verliert als nötig. Vor allem am Dünndarm, das haben wir ja auch gesagt, der Dickdarm ist nicht so wesentlich für die Ernährung und für das Überleben. Man kann ohne Dickdarm leben, aber man kann nicht ohne Dünndarm leben, weil da die Nährstoffe kommen. Und vor allen Dingen, man muss jetzt auch was sagen, das darf ich als Nicht-Chirurgin dann sagen, weil man kann auch gewisse Entzündungen, wenn man nur den Beginn, sozusagen Übergang dünn-dicker entzündet hat, dann kann das sogar sehr sinnvoll sein, auch zu Anfang eine Operation zu machen. Und dann ist es in 80%, wenn man nichts anderes betroffen hat, kann man damit dem Patienten vor weiteren Schüben tatsächlich heilen. Also das ist ganz wichtig, dass man auch rechtzeitig erkennt, wann muss man hier seinen Freund, seine Freundin, Chirurgen mit ranholen, dass man gemeinsam sich Patienten anguckt und auch die Angst nimmt vor Operationen, dass man gemeinsam drüber spricht und dann eben, falls das mal sein muss, dann eben nicht so die Sorge hat oder wenn der gesamte Dickdarm raus muss, bei der Colitis ulcerosa, dass man nicht Angst hat, oh je, ende ich dann mit im Stoma und wie ist es mit dem Pouch? Und da kann ich dir auch noch zustimmen. Also ich habe viele Betroffene, die dann
wenn sie es mal mussten und den Dickdarm rausgenommen hatten und ungeheure Angst vor dem künstlichen Darmausgang hatten. Mhm. Und hinterher war ich diejenige, die gesagt hatte, na, wollen wir jetzt mal endlich den künstlichen Darmausgang wieder wegmachen, mhm, weil auf einmal wieder Lebensqualität war. Mhm. Man konnte wieder alles machen. Man konnte wieder ins Theater gehen, ins Kino gehen, man konnte essen gehen, man konnte Sport machen. Es gibt sogar jemand, der bei Olympia teilgenommen hat mit einer chronisch entzündlichen Darmkrankung und Stoma, Colitis ulcerosa Patient, später dann auch im Pouch. Also alles geht schon. Das Leben hört dann nicht auf, wenn es wirklich so sein muss. Und da ist es aber auch wichtig, den richtigen Zeitpunkt, weil wenn das Organ erst vernarbt ist und ausgebrannt, dann funktioniert es hinterher auch nicht mehr gut mit künstlichen Darmausgang oder mit einem Pouch, oder? Ja. Wir haben hier sogar übrigens in der Nürtinger Bevölkerung einen Weltmeister im Senioren-Bodybuilding. Wow. Zwar, aber schöne Grüße an ihn, er ist vielleicht damit am Bild, er erlaubt uns immer, dass wir über ihn sprechen dürfen. Und der kann da wirklich auftreten, dann in dem kleinen Slip und hat hier dann so einen hautfarbenen Flecken auf seinem Stoma und das sehen sie ihm nicht an, wenn er postet. Also das ist eine tolle Sache. Ich sage es jetzt bloß, weil er mir es immer erlaubt hat, über ihn und seine Bilder im Vortrag zu sprechen. Sonst natürlich Datenschutz. Vielleicht darf man auch wirklich sagen, also ich kann Sie auch nur ermutigen, wenn Sie an einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung leiden, egal was für eine, lassen Sie nicht entmutigen. Sie können alles, alles im Leben machen, was Sie wollen. Und wichtig ist, dass Sie vernünftig eingestellt sind und dann geht alles. Wir dürfen nicht darüber reden, welche Menschen alles vielleicht betroffen sind wegen Datenschutz, aber ich kann Ihnen versichern, es sind aus allen Bereichen des Lebens, von der Hochpolitik, Wirtschaft, Schauspiel, Gesang, der Nachbar wie du und ich, sage ich mal. Und manchmal wissen sie das gar nicht. Also sich keine Limits setzen. Manchmal ist es schwer, wenn man krank ist. Umso wichtiger, eine gute Behandlung. Mhm. Und nicht aus Angst, nicht zum Arzt zu gehen. Mutmachende Worte. Ein Patient mit Darmerkrankung fragt, meine Darmerkrankung besteht seit dem Kindesalter und führt nach OP und Verwachsungen zu Verstopfungen. Gibt es ein ungefährliches Abführmittel, das ich immer nehmen kann? Zurzeit nehme ich Movicol. Oh, da kann ich wenig dazu sagen, aber ich würde auch Movicol nehmen. Ja, also Movicol ist schon mal auch nicht schlecht. Man kann noch so indische Flohsamenschalen nehmen, die man so ein bisschen in Joghurt einrührt. Wichtig ist, glaube ich, gerade bei Verwachsung, dass man einfach auch die Ernährung umstellt, damit der Stuhlgang immer so ein bisschen geschmeidig ist und nicht so hart und sich dann so durchgurgeln muss und wenn es dann noch reißt an jeder Ecke, sondern dass man dann versucht, dass es immer möglichst geschmeidig ist. Und da kann man so einen Trick, genau, viel trinken, viel Bewegung, das ist wichtig. Ich sage Patienten immer, sie können nie zu viel trinken, nur das Falsche. Stimmt das? Absolut. Und gut gekaut ist halb verdaut, sage ich immer. Ja, das ist gut. Ganz wichtig. Sonst sehe ich nämlich im Ultraschall immer noch ihr Essen. Ich kann das Gulasch im Magen sehen. Man kann nichts verheimlichen hier. Nein. Bei diesen tiefen Einblicken und Sie sehen alles, gell? Ja. Naja, nicht alles, ne? Na, aber halt hier, das alles. Wie war ich hier da? Viel. Eine Patientin mit chronischer Gastritis fragt, was mir sehr zusetzt, sind die plötzlich auftretenden Oberbauchschmerzen zwei bis dreimal in der Nacht und am frühen Morgen gefolgt von Schwitzattacken. Ich versuche mir selber mit Basenpulver, Flohsamen, Kohletabletten zu helfen. Gibt es noch eine Möglichkeit, den Grund meines Übels zu finden und zu beseitigen? Ja, also man sollte schon schauen, was zugrunde liegt. Also man kann verschiedene Untersuchungen, ich weiß nicht, was Sie jetzt vielleicht schon hatten. Die meisten hatten dann schon eine Magenspiegelung. Aber wichtig sind auch, dass man den Säuregehalt kann man testen im Magen mit so PH-Metrien nennt sich das. Oder auch wie Manometrie, also wie sich die Speiseröhre bewegt. Das sind so alles Untersuchungen, die man durchaus noch machen sollte und anschauen sollte. Manchmal ist es auch so, dass vielleicht die falschen Bakterien im Darm sind und dass eine bakterielle Fehlbesiedlung vorliegt. Auch das kann manchmal damit zu tun haben. Nahrungsmittelunverträglichkeiten, das Feld ist weit. Das muss man sehr individuell sich anschauen. Wir haben noch die Frage von einem Patient, männlich, 46 Jahre alt. Ich hatte Anfang Oktober 2020 eine Darmspiegelung ohne Auffälligkeiten. Seit dieser Zeit habe ich aber immer wieder stechende Schmerzen nach dem Essen im Darmbereich oder brennen beim Wasserlassen. Welche Schritte empfehlen Sie mir? Also ich würde auf jeden Fall nochmal mit dem Ultraschall schauen, was los ist, weil es gehört sich natürlich nicht, dass man nach dem Essen dann Beschwerden hat oder auch Probleme beim Wasserlassen. Normalerweise macht das eigentlich eine Darmspiegelung nicht.
Ich sage eigentlich, weil es gibt nichts in der Medizin, was es nicht gibt. Ja. Aber dem muss man natürlich auf die Spur gehen. Also das heißt, ich würde mich da nochmal an den Arzt oder Ärztin wenden und dann nochmal genauer nachschauen, was los ist. Wir haben hier dann noch die Frage einer Patientin. Ich habe zeitweise einen sehr starken Druck im Bauchraum, war deshalb im Dezember bei einer CT des Abdomens mit Kontrastmittel. Organe und so weiter waren okay. Ein Verdacht auf Angiomatose im proximalen, das können Sie jetzt besser, Jejunum, wurden vermerkt. Sie können mir bestimmt verständlich erklären, wie das Wort Angiomatose zu verstehen ist. Also Angiomatose, also häufig gibt es Angiodysplasien, also Veränderungen der Blutgefäße, die da sind. Es kann auch bei so einem erhöhten Druck halt tatsächlich sein, dass vermehrt Gasbildung da ist. Angiomatose, da kann ich jetzt nicht so richtig was mit anfangen. Es gibt halt Myomatosis, also entzündliche Veränderungen, die auch im Darm sein können, die sonst meistens in der Gebärmutter bei Frauen sein können und auch eben im Darm so Absiedlungen, kleine Inselchen bilden können. Aber Angiomyomatose oder Angiomatose, dieses Wort kenne ich jetzt so nicht. Aber es gibt Angiodysplasien oder andere Veränderungen, die da sein können. Da muss man dann sicherlich, müssen Sie nochmal Ihren behandelnden Arzt fragen oder Ärztin fragen, dass man das nochmal genau mit Ihnen durchgeht und sich die Bilder nochmal anschaut und genau schaut, was ist denn da gemeint. Da kann ich Sie auch gut verstehen, dass man damit erstmal nicht so gut was anfangen kann. Wir müssen jetzt aus Zeitgründen leider langsam zum Ende unserer Fragerunde kommen. Hier noch eine letzte Frage. Kann eine chronisch entzündliche Darmerkrankung zu einer generellen Schwächung des Immunsystems führen? Also eigentlich macht das Immunsystem zu viel, muss man sagen. Und durch das zu viel ist es aber schon so, dass man natürlich Einschränkungen hat, weil die Entzündungsreaktion im Körper da ist. Und das kann eben nicht nur im Darm sein, sondern im gesamten Körper. Das heißt, Gelenke können betroffen sein, da kann man geschwächt sein. Die Haut kann betroffen sein. Es gibt häufig auch andere Erkrankungen, die sehr häufig mit vorkommen, wie Schuppenflechte, Rheuma, Asthma. Und es kommt natürlich dazu, wenn Entzündung auch im Darm ist, dass man Nährstoffe nicht richtig aufnehmen kann. Und das kann zum Beispiel zum Mangel führen von Eisen, Vitamin B12. Und das macht schlapp und müde. Das heißt, dann ist man antriebslos, man kann gar nicht und denkt sich, hoch, ich könnte nur schlafen. Und dann kann man das im Blut aber feststellen. Und dann kann man zum Beispiel durch Eisen über die Vene, kann man das sehr gut beheben. Oder auch durch Vitamingaben, durch Nährstoffgaben. Und das muss man auch regelmäßig kontrollieren. Das ist wichtig. Gut, vielen, vielen Dank an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bitte beachten Sie, bei sehr spezifischen Fragen empfiehlt es sich dann doch, dies direkt in den Sprechstunden zu klären. Und die Kontaktdaten werden am Ende des Livestreams eingeblendet. Herzlichen Dank an Sie beide, Professor Dr. Kühlbacher und Herr Dr. Kraft, dass Sie heute Abend unsere Gäste waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dass Sie uns wirklich so ausführlich informiert haben, Reden und Antwort gestanden sind. Danke, vielen, vielen Dank. Ja, Dankeschön. Wenn Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Vorträge noch einmal in Ruhe anschauen möchten, denn das waren jetzt wirklich sehr geballte Informationen, können Sie diese noch 4 Wochen lang kostenlos abrufen online auf unserer Homepage unter www.ntz.de Gesundheitstage. Morgen, Dienstag, 23. März um 18.30 Uhr geht es weiter mit den digitalen Gesundheitstagen im Livestream. Das Thema lautet dann Angst und Depression in Zeiten von Corona. Dazu begrüßen wir Professor Dr. Christian Jakob. Auch zu diesem Thema können Sie uns gerne Ihre Fragen vorab stellen. Bitte mailen Sie diese an gesundheitstage@ntz.de. Und wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Im Namen der Medis-Kliniken und der Nürtinger Zeitung, Wendlinger Zeitung, wünsche ich noch einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.